Meine lieben Leute, wir haben letztes Mal am Samstag einen neuen Run begonnen und zwar mit Kuba. Und es ist nicht so einfach mit Kuba zu spielen. Man startet als eine Winzmacht und man ist eine Marionette von Spanien. Spanien hat uns sehr, sehr doll geärgert letzte Folge am Samstag, denn wir wollten unseren Freiheitsdrang erhöhen, damit wir irgendwann mal unabhängig werden. Aber Spanien hat sehr dolle dagegen gekämpft, dass dieser Freiheitsdrang nicht weiter wächst, sondern die haben sehr viele Maßnahmen ergriffen, wo der Freiheitsdrang sinkt. Und der ist mal bis hier nach unten hingegangen. Ich glaube, wir hatten 10 Freiheitsdrang. Und das sind so Sachen, die sie gemacht haben, da können wir nicht aktiv was gegen tun. Da sind wir einfach ausgeliefert. Aber wir haben trotzdem was dagegen getan. Hä? Was hat er gerade gesagt? Er sagte doch, aber jetzt sagt er das. Naja, also wir haben versucht, ein paar Dinge zu tun, um den Freiheitsdrang wieder zu erhöhen. Aber es ist natürlich, das dauert auch seine Zeit. Eine Sache war die wirtschaftliche Abhängigkeit. Die haben wir sehr stark erhöht. Und wir haben es endlich geschafft, die Beziehung mit Spanien deutlich zu verschlechtern. Und ja, wie ihr seht, der Freiheitsdrang steigt. 0,16 Punkte pro Woche geht es weiter nach oben. Hey, sehr gut. Seit der Anno History Edition für einen Zehner habe ich wieder alle Teile dank Ubisoft. Blessed, ich grüße dich, hallo. Das klingt so falsch. Irgendwie schon, ne? Anrock. Tut mir leid. So. Wir haben auch Puerto Rico erhalten von Spanien. Das hat ja auch unseren Freiheitsdrang verringert. Wir haben aber versucht, unsere Wirtschaft hier auszubauen. Ja, ich weiß, Anrok. Und sind fleißig dabei zu bauen. Und ihr könnt euch ja daran erinnern, wir wollen natürlich unabhängig werden von Spanien. Das ist ein Muss. Vor allen Dingen ist das ein Muss, denn wir haben hier drei Ziele. Wir spielen hier mit Kuba ein Drei-Ziele-Run. Wir haben was Wirtschaftliches, was Militärisches und was Innenpolitisches. Das Militärische ist Mare Nostrum, Golf von Mexiko Edition. Das bedeutet, wir wollen mit Kuba das hier erobern. Diese Staaten, die ja an dem Golf von Mexiko angrenzen. Und wenn es geht, holen wir uns auch diese Staaten. Ich glaube, wir würden sagen, ja, machen wir gleich das hier alles. Haben wir bestimmt, ne? Alles, was hier so drin ist, das wollen wir erobern. Aber wir machen es ein bisschen knackiger. Wir machen keinen Min-Maxing-Run oder sowas, sondern ich darf nur die Staaten erobern. Wir werden nicht kolonisieren, wir werden nicht hier irgendwas da erobern oder da erobern. Nur die Staaten hier dürfen wir erobern. Ja, Mare Nostrum. Das ist unser Mare. Dann, das ist das Militärische. Das Innenpolitische ist ein Landwirtschaftsrun. Das bedeutet, wir wollen Agrarismus und wir wollen, dass die Landwirte die mächtigste politische Macht bei uns sind. Agrarismus habe ich schon. Und Landwirte. Ja, da müssen wir noch was dran tun. Die haben hier 11,2%. Das ist okay für den Staat. Man sieht ja auch die anderen, ne? Die anderen sind nicht so weit von uns entfernt. Der hat 14, 12. 13, 6, 17, 22. Also tatsächlich sind wir hier. Ja, ist alles sehr nah beieinander. Aber es entwickelt sich ja noch. Also wir wollen Landwirtschaftsstaat sein in diesem Run. Und das andere, das dritte und letzte Ziel ist Produktionsführung in Zucker, Tabak und Spirituosen haben. Oder Rum. Kuba, Rum. Und in diesen drei Sachen wollen wir Produktionsführer der Welt sein. Das bedeutet also, wir müssen nicht nur sehr viel produzieren. Wir müssen auch schauen, dass wir die Ware auch verkaufen. Werden also viel handeln. Und da gucken wir einfach mal, wie das läuft, ne? Wenn wir ein paar Sachen nicht erreichen, nicht schaffen, dann ist es halt so. Aber ich würde das gerne mal probieren mit Kuba und einfach mal schauen, wie weit wir kommen. Wie unsere Regierung aussieht, ob sie kommunistisch wird oder eine Technokratie oder ein Avantgarde-Staat, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wie sich die Landwirte entwickeln. Und dann nehmen wir das, was sich spannend anhört. Aber auf jeden Fall müssen die Landbewohner an der Macht sein bei uns, ja? Das sind unsere drei Ziele. Das ist unser Drei-Ziele-Run mit Kuba. Ansonsten nochmal Ausrufezeichen Ziele. Für den, der es gerade nicht verstanden hat oder verwirrt ist und sich das nochmal durchlesen muss.
mit Ausrufezeichen Ziele könnt ihr euch das immer aufrufen, was wir machen müssen. Moin, Niki, ich grüße dich. Hi. Zweitbest ist auch da. Moin, moin. Schön, dass ihr da seid. Ich grüße. So, wo sind wir stehen geblieben? Also, wir bauen hier einen Hafen. Kohlemine, Eisen, Fischer, Fischer, Fischer. Warum einen Hafen? Ich glaube, weil die Infrastruktur, die ist ja jetzt eigentlich wieder ein bisschen besser geworden. Wir wollen wahrscheinlich mehr handeln. Nee, wir haben viele Schiffe. Ich würde dann Eisen und Kohle vorziehen. Und auch die Fischerei. So. Was wollen wir noch so machen? Auf jeden Fall das hier. Dass ich wieder auf Pause drücken kann. Boing. Und unser Markt. Zack. Holz. Ich denke mal, Holz haben wir schon alles ausgebaut, ne? 15 von 15, jo. Puerto Rico. 2 von 2, uiuiui. Da haben wir Hartholz drin. I see. Versuchen also schon alles rauszuholen, was so geht. Wow. Na gut. Bisschen Holzmangel hier im Land. Das müssen wir importieren, befürchte ich. Und danke dir für deine Stream-Serie. Schon wieder Dreier. Danke dir. Wir holen uns Holz. Ah, ich warte noch. Weil ich will mal versuchen, mit jemandem die Beziehung zu verbessern. Großbritannien. Unabhängigkeit, Unterstützung, Anfragen. Oh. Geil. Frankreich gewährt uns die Unabhängigkeit. Das ist ja schon mal super. Und Großbritannien auch. Unabhängigkeit, Unterstützung, Anfragen. Ja! Sofort annehmen und dann würde ich sagen, geht's gleich auch mal los. Dann haben wir schon zwei Staaten, die uns unterstützen. Gegen Spanien. Unabhängigkeitskrieg können wir ja nicht machen. Angenommen, super. Dann haben wir schon zwei verdammt starke Staaten. Einmal Frankreich, der mit Spanien benachbart ist. Und Großbritannien, der hier auch von Gibraltar aus angreifen kann. Mega. Also mit den beiden haben wir eigentlich schon zwei Mächte, die uns da echt sehr, sehr gut unterstützen. Top. Das mal hier rein. Das hier. Was forschen wir denn? Postersparnisse? Ich glaube, ich weiß auch warum. Weil ich spiele einen Landwirtschaftsrun. Und hier stärken wir so ein bisschen die Landwirte. Die können mehr zum Investitionsfonds einzahlen. Und wenn sie das mehr tun, ja, bekommen die auch wieder mehr raus, ne? Erhöht die Rücklagen. Deswegen Postersparnisse, 17 Monate, das geht klar. Hier haben wir die Eisenbahn. Das kommt mit Technikverbreitung. Und dann forschen wir den letzten Wochen wahrscheinlich auch so mit. Wahrscheinlich wird das noch nicht mehr kommen. Wir sind ein bisschen im Minus. Haben 1 Million Schulden. Zinsen bei 2600. Hm. Deswegen ist Zentralbanken aber auch ganz gut. 3 Jahre. Passt. Die nächsten 3 Techniken gefallen mir so, wie sie sind. Wir haben eine Handelskompanie. Hier kommt die nächste durch Technikverbreitung. Das sind 10 bis 17 Monate. Das geht sogar schnell. Was haben wir denn für eine Kompanie? Das hier. Holz. Wegen Infrastruktur auch, ja, ja. Mag ich ja nicht so, aber in unserem Fall war die, glaube ich, ganz gut. Da müssen wir mal gucken, was wir als zweite Kompanie nehmen, wenn es soweit ist. Okay. Wie viel Armee haben wir? 6 und 3 Flotten. 8 Millionen BIP, das ist gut gestiegen. 3,5 Millionen Einwohner. Und was macht das Thema Einwohner? Wir erhalten aus Spanien letzte Woche 1500 Menschen. Oder 1444. 1440. Aus Katalonien, Navarra und so weiter. Also die Leute strömen zu uns aus Spanien. Das ist sehr gut. Mehr Leute bei uns. Weniger Leute in Spanien. Gefällt mir. Bevölkerung 13 Millionen. Wahnsinn. Kopfwachstum 1 hat er. Und wir haben 1,64. Wir wachsen tatsächlich schneller als die Spanier, ne?
139.000 pro Woche im Jahr. Na gut, 60.000 haben wir im Jahr. Die machen noch mehr als wir. Aber vielleicht überholen die wir irgendwann mal. So, wir haben ja 6 Bataillone und 3 Flotten. Das ist hier alles gesplittet. Ah, ich kann keinen Krieg bekennen. Stimmt. Wir sind eine Marionette. Also können wir keine Kriege starten. Genau, so war das. Dann erhöhe ich mal die Spielzeit etwas. So, Kohle, Eisen. Die Preise wollen wir besser machen. Wie viele Bauern haben wir noch? Nicht so viele. 60.000. Okay. Aber ihr habt gesehen, Kohle scheint Sinn zu ergeben. Davon wollen wir mehr. Marktpreis, Werkzeuge. Können wir auch nochmal eins machen. Und let's go! Was geht denn da ab? Dimi! Da machen wir kurz mal Pause. Ey, Dimi, ich habe gerade voll... Dimi, bevor ich hier meinen Stream begonnen habe, habe ich mal bei dir reingeschaut, wie du auf der Gamescom da rumlümmelst. Junge, machst du da viel Ärger, ey. Verdammt lustig auf jeden Fall, was du da anstellst. Ich hoffe, du hast sehr viel Spaß auf der Gamescom. Wir sehen uns auf jeden Fall am Freitag, ja, und ich freue mich auf jeden Fall, dich wiederzusehen. Richtig sympathischer Typ. Und Leute, lasst gerne einen Follow bei Dimi2Go da. Der macht sehr viel Variety, auch sehr viel Real-Life-Content. Moment. Shoutout erstmal. Könnt gerne ein Follow da lassen. Richtig sympathischer Kerl. Und ja, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Karasak. Bei mir gibt es sehr viel Strategie-Content, Aufbauspiele, Strategie, Survival-Games manchmal auch. Sowas wie RimWorld oder Project Zomboid habe ich auch mal früher gespielt. Ich habe auch mal ein bisschen Rust gespielt, aber das ist schon ein bisschen länger her. Ansonsten sehr viele Grand Strategy Games. Ob das jetzt Victoria 3 ist, das ist mein Main Game. Wir spielen auch sehr viel Multiplayer. Crusader Kings 3, Stellaris, Imperator Rome. Alles, was kompliziert und komplex ist, spielen wir hier sehr, sehr gerne auf diesem Kanal. Seid willkommen, schön, dass ihr da seid. Und ja, wir spielen gerade Victoria 3 mit Kuba. Wir spielen im Jahr 1859, versuchen uns von Spanien zu befreien. Und unsere Wirtschaft weiter auszubauen. Haben so ein paar Challenges. Wird gut. Hat der französische Machtblock eine Zollunion gegründet, damit du da vielleicht später rein kannst? Da müssen wir mal gucken, Beiju. Hat deine Armeegröße auch Einfluss auf die Unabhängigkeitsbestrebung? Meine Armeegröße und die Machtprojektion schon, meine ich. Ich muss nur noch mal gucken. Alle Werte habe ich auch nicht in meinem Kopf. Freiheitsdrang. Also eigentlich siehst du das ja hier, ne? Also indirekt schon, ja. Durch das Prestige. Und Prestige wird wiederum ja auch durch die Armeegröße definiert. Also, ja. Indirekt schon. Armeegröße spielt hier eine Rolle. Aber indirekt. Also mehr Armee am Anfang bauen. Relativ militärische Stärke spielt eine Rolle. Ja, genau. Und Mob ist mein Lieber, ich grüße dich. Bist ja immer noch nicht unabhängig. Wie wäre es mal mit 1000 Kasernen bauen und mehr Marine? Wieder so ein toller Tipp. Ich grüße dich, Waffe. Ja, ich weiß, worauf du anspielst. Aber gut, dass du den Joke gestern verstanden hast. Ich dachte schon, oh, dass jetzt schlecht ankommt, dieser Tipp. Aber ja, ich glaube, du hast den Joke verstanden. Ja, sehr gut. Grüß dich, schön, dass du da bist. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, machen wir mal weiter. Journaleintrag, was haben wir denn hier? Hier muss ich mal wieder reinkommen. Hier gibt es nichts Besonderes, ne? Nee. Das können wir so stehen lassen. Bevölkerung. Oh, hier Defizit bei der Unterschicht. Das ist nicht gut. Das bedeutet, wir müssen was machen. Ich meine, das ist der Durchschnitt. Aber im Durchschnitt verliert die Unterschicht Geld. Wir haben auch höhere Steuern. Steuern ja auch Kleidung und sowas. Machen ja auch ein Minus. Ist nicht so gut. Müssen wir mal gucken, wie wir wieder Geld verdienen können, ohne dass wir die Steuern erhöhen. Natürlich. Gucken wir mal, welche Maßnahmen wir ergreifen können. Wir könnten ja... Nee, das lassen wir mal. Was könnten wir denn tun? Mehr Handel, ne? Bei den Sachen, die überschüssig sind. Hier, Zucker. Nach Preußen.
Welche anderen Handelsrouten haben wir denn? Die sind auch alle lukrativ. Zucker scheint echt gut zu laufen. Wir können das in mehrere Nationen exportieren. Machen damit Geld. Das sind auch gute Mengen, die wir exportieren. Schwefel wird importiert. Ich würde mal sagen, wir müssen Holzpreis senken. Das kriegen wir nämlich alleine nicht mehr hin. Mehr Holz kann ich nämlich auch nicht produzieren. Aus Russland? Ja. Das machen wir mal. Das sollte dann hier Holz billiger machen. Verdiene ich wieder mehr Geld. Aus. Könnten wir noch hier Sizilien von mir aus. Und uns fehlt Bürokratie, jetzt sehe ich es gerade. Dann bauen wir auch hier etwas für die Bürokratie. 15 Wochen, das geht sogar. Wir haben Bildung, Straßenerhalt, Landwirtschaft und grüne Graskampagne. Transport. Ich glaube, das mit der Landwirtschaft lassen wir mal raus. Und packen dafür einmal. Da machen wir Luxuskleidung, wenn das nicht reicht. Machen wir Luxuskleidung. Straßenerhalt. Das machen wir zum schneller bauen. 13 Wochen. Wie viel Unterschied macht denn das aus? Ah, nee, wir brauchen das. Die Infrastruktur geht sonst kaputt. Hast du schon Stahlbaum, um weniger Holz zu verbrauchen? Stahl. Ich habe das zweite. Ich vergesse den Namen immer. Gusseisen. 2000 Spielstunden. Ja, Gusseisenbau habe ich. Notfalls muss ich vielleicht einen Bausektor mal zu, abreißen. Aber wir gucken erstmal. Vielleicht kriegen wir hier genug Geld dazu. Wofür gehen wir denn noch aus? Tücher ist vom Preis. Okay. Können wir denn die selber bauen? Nee, die können wir nicht bauen. Ja, dann müssen wir mehr Tücher. Das kriegen wir durch den spanischen Markt rein. Ah, nee. Holz. Habe ich schon ein paar Routen gemacht. Eisen. Eisen können wir nachbauen. Und Werkzeuge sind auch hier. Okay. So, dann gucken wir uns mal die Eisenminen an. Da hauen wir alles rein, was geht. Die besten Techs. Oh, Kampagnenfinanzierung. Da habe ich leider kein Geld übrig. Nicht viel Auswahl. Regierungsverwaltung, dann kommt Kohle und Eisen. Da machen wir Eisen zuerst, würde ich sagen. Die Sachen. So, und wir müssen immer gucken, dass unser Freiheitsdrang sich immer weiter steigt. Ne? 0,15, super. Hauptsache, es geht nach vorne. Wie sieht es hier aus? Regimeunterstützung erbitten. Darf ich nicht machen. Der wird zustimmen und dann verlieren wir Freiheitsdrang. Wenn er das aber ablehnen würde, würde ich das sogar triggern mit Absicht. Okay. Das hier, wann können wir das machen? Es geht, manche Sachen gehen ja nur alle 5 Jahre. '63, das kann ich in 4 Jahren machen. Start verlangen geht nicht. Marktkontrolle erbitten, das geht nur July 63. Wow, da müssen wir noch ein bisschen warten. Du hast Unabhängigkeitskrieg, dann auch Warraps einfügen. Das sollte deine Geldprobleme dann, lösen. Ja, aber den Unabhängigkeitskrieg kann ich ja nicht sofort triggern, ne? Warte mal. Unabhängigkeit. Denn ich brauche... Genau. Ich muss erstmal das hier machen, Autonomie erhöhen. Und wenn er das verweigert, dann kann ich das machen. Vorher nicht. Deswegen müssen wir warten. Ist nicht so einfach. So, minus 2000.
Was wir machen könnten, was man ja steuern kann. Ich sage ja immer, liberal zu spielen ist nicht so stark, wie die meisten Leute denken, denn die meisten spielen das ja auch falsch. Die geben sich viel zu wenig Mühe. Und wir haben Grundbesitzerwahlen, ist jetzt nicht so ultra krass liberal. Aber ich könnte zumindest versuchen, einen Präsidenten ranzuholen oder das so zu bewegen, dass der nächste Präsident, der bei uns viel Autorität mitbringt, sodass wir hier mehr Autorität haben und dann wieder mehr Verbrauchssteuer machen können. So spielt man das eigentlich am effektivsten. Ich werde aber hier die Regierungsgehälter erstmal senken, bevor wir das nicht anders gelöst kriegen. Wir gehen zu schnell nach unten. Die nächsten Wahlen sind in 60 Tagen. Jetzt kann ich natürlich in 60 Tagen nicht so krass viel bewegen, glaube ich. Circuit, mein Lieber, ich grüße dich mal. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Wie geht's dir? Bildung könnten wir erhöhen. Wir haben jetzt mehr Autobürokratie. Was ist denn da mit Gesundheit? Damit stärken wir wieder die Kirche, ne? Das ist so blöd. Wobei, doch, mit der Kirche wollen wir gut zusammenarbeiten. Wegen dieser Boni hier. Geburtsrate 5%, das ist geil. Und 20% mehr Autorität. Ah, wir wollen die Kirche stark machen. Wir wollen auch den doppelten Bonus. Das lassen wir so. Ja, dann erhöhen wir das hier. Für mehr Bildung. Die Eisenbahn. Ja, ja. Man könnte dann sich überlegen, mit den Eisenbahnen verkauft man mehr Transport. Dann wird das hier sich steigern. Vielleicht könnte man das dann nutzen. Die Motorenwerke, die geben ja auch was ab. Ja, mal gucken. Gefällt nur nicht, wie viele... Das hier gefällt mir gar nicht. Die Radikalität wird sich auch sehr stark erhöhen, wenn das so lange so bleibt. Kleidung, wie es aussieht, kriege ich das nicht alleine gewuppt. Deswegen holen wir uns Kleidung aus Frankreich und auch nochmal aus Großbritannien. Das wird den Pops gut tun. Zolleinnahmen. Zölle. Holzwerbemittel, yes. Papier. Das ist wenig Papier, das lohnt sich kaum. Radikalität ist doch kein Maßstab für den Master. Ich grüße dich, Veilchenbund. Hallo, Nadu. Ich hab's doch gesagt, es gibt immer wieder diese Viewer, die immer dieselben gleichen Themen jedes Mal wieder reinbringen. Und du hältst dich deiner Linie auch treu, Veilchenbund. Schön, dass du da bist. Yes, das hier. So. Eisenbahn haben wir. Gesetze. Gehöft bauen ist schon mal sehr gut. Unseren Landwirtschaftsrun. Wir haben hier Armgesetze. Das würde mich erstmal nur Bürokratie kosten. Muss nicht unbedingt sein. Und hier Krankenversicherung, super. Demokratie, Monarchie. Ja, Loyalisten bisher ganz okay, ne? Steuerungskapazität. Das kostet mich. Wie viel Bürokratie kostet mich das? 36. Einberufungsrate. Wir wollen nicht einfach nur Gesetze verabschieden, nur damit, weil wir es können, ne? Wir müssen auch immer gucken, haben wir genug Bürokratie? Lohnt sich das? Gibt es vielleicht, wir wollen auch die Zustimmung behalten, sofern es geht, mit unserem kleinen Staat. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wir bleiben hier auf einer legitimen Regierung. Das ist auch super.
gerade als kleines Land finde ich das sehr angenehm. Es gibt keinen Grund, jetzt einfach nur Gesetze zu verabschieden, nur weil wir es können oder so. Deswegen werde ich das erstmal so lassen, tatsächlich. Was haben wir hier? Demokratisch. Es sei denn, wir haben Agitatoren oder können hier auch was ganz anderes verändern. Hier sind sehr viele Demokraten, ne? Grundbesitzerwahlen. Wir wollen die Landwirtschaft stärken. Dann müssten wir davon auf jeden Fall weg. Also Grundbesitzer muss raus. Wir werden mal gucken, was die Wahlen machen. Ich habe ja auch gesagt, mir ist es wichtig, dass wir mal gucken, ob wir nicht einen Präsidenten installieren können und das so beeinflussen, dass der neue Präsident nach den Wahlen immer ein bisschen mehr Autorität mitbringt. Prestige, Gesundheit, das hier zum Beispiel, Politprofil. 5% mehr Autorität, denn mehr Autorität wäre jetzt auch schon ganz gut. Das werde ich also nicht switchen jetzt. Das macht jetzt keinen Sinn. Wir warten die Wahlen ab. Wie werden sich die Wahlen denn abzeichnen? Konservative Partei. Scheint so, als wären die gewinnen. Und hier haben wir... Die sind halt demokratisch und die sind Traditionalist und gemäßigt. Streitkräfte. Nihilist. Er bringt mir der Nihilist etwas. Staatsatheismus, völlige Trennung von Kirche und Staatsreligion. Ha. Wir wollen ja auch die Kirche stark lassen. Staatsreligion. Wenn ich runtergehe, akzeptieren wir auch mehr Leute. Wir verlieren Autorität. Also nein. Ich würde tatsächlich sagen, wir bleiben so. Das kann man versuchen. Sklavereiverbot. Ich würde es aber auch nicht erzwingen wollen, irgendwie mit viel Druck. Wir warten die Wahlen ab. Ja, wir machen das so. So, Bevölkerung. 8000 Bauern nur noch. So, Wahlen. Gucken wir mal hier rein. Ja, wir haben so ein bisschen an Legitimation verloren. Hier haben wir auch die höheren Steuern drin. Das bleibt also, ne? 95% wählt die konservative Partei, liberal nur 4%. Also müssen wir damit länger arbeiten und der bleibt hier auch. Okay. Hier ist Staatsatheismus. Demokrat. Was ich nicht verstehe, wenn wir hier Demokraten haben, wieso kann ich nicht das hier wechseln? Industrielle, Intellektuelle? Das ist ja seltsam. Kleinbürger sind drin, demokratisch. Wieso kann ich das nicht wählen? Den mache ich aber rein. Führung übertragen. Da hätten wir zwei Demokraten. Und wir haben eine höhere Legitimität. Weil sich die Ideologien mehr ähneln. Deswegen ist die Legitimation hier höher, ne? Ideologie, da gibt es ja hier das 20% Legitimitätsabzug durch Ideologiebruch. So, und das haben wir gerade optimiert. Und hier einen höheren Wert. So. Verstehe aber nicht, wieso nicht auf Klassenwahl gehen kann. Industrielle und Intellektuelle sind dafür. Aber die anderen doch auch. I don't know. Seltsam. Vielleicht kann das jemand von euch erklären. Ich weiß nicht. So, eine Eisenmine kommt dazu. Genau. Dann habe ich gesehen, Bauern haben wir nur noch 7000. Wir müssen mehr auf Automatismus gehen und wir wollen ja einen Landwirtschaftsrun machen. Ich werde also nicht in der Landwirtschaft Leute sparen wollen,
sondern in der Industrie. Und das machen wir hier. Das sind Arbeiter. Und Arbeiter können ja sowohl Landbewohner als auch in die Gewerkschaft gehen. Ja, aber in der Möbelfabrik gehen sie zu den Gewerkschaftlern lieber hin. Hier können wir ein bisschen sparen. Wir machen das da rein. Und Papier. Da, Wasserrohrkessel. Wieder 4000 eingespart. Stahlindustrie sparen. Top. Guten Tag, El Presidente. Cari Castro. Gefällt mir. Atompilz. Hi, moin. Cari Castro. So, so. Dann haben wir wieder ein paar Arbeitslose, die suchen sich neue Jobs. Für Gesetz musst du, glaube ich, in der Partei eine Mehrheit haben. Also von den beiden müssen, ja, die mehr Mehrheit haben als die beiden. Industrielle, Intellektuelle, Die Zustimmung der Wahlrechtigen gleichwertig ist, okay, ja. Die Schweinebucht, die ist in Kuba? Ist das so? Es gibt ja hier irgendwo auf diesen Inseln tatsächlich so eine Schweinebucht, ne? Wo die hier da so kleine rosa Schweinchen von links nach rechts rennen. Am Strand, wohlgemerkt. Hat tatsächlich was mit der Kolonisierungszeit zu tun. Irgendwie haben die Leute aus Europa da Schweine mitgebracht auf die Inseln und ja, die haben sich dann hier vermehrt, ne? Du hast aktuell Grundbesitzerwahl und das ist bei den Charakter-Trade gleichwertig mit Klassenwahl. Okay, ja, stimmt. Danke. Ja, macht Sinn. So. Werkzeugfabrik. Was ist denn hier mit Stadtzentren? Dienstleistung ist bei minus 17%. Transport ist aber sehr teuer. Machen wir mal Transport günstiger. Ah, da fehlen Motoren. Ja, dann bauen wir mal unser erstes Motorenwerk in Kuba. Und dann können wir auch irgendwann mal eine Eisenbahn bauen. Hat eigentlich heute jemand schon den Peter Zwegert-Witz gemacht von Freund. Ich mag deinen Freund nicht. Ah, wieder diese Jokes. Bittige Südküste. Bei der Schweinebucht, da wollten die Amis mal rein. Ah, das ist was anderes, was ich meine. Okay, das hat was mit Fidel Castro auch zu tun, ne? Dann diese, was du meinst mit der Bucht, wo die Amis mal rein wollten. Da gab es doch diesen großen Revolutionstag. Und die Amis wollten irgendwie reinstürmen, aber das hat militärisch nicht geklappt, ne? Man musste alles abblasen. Erfolglose Landung der CIA, as far as I know. Genau, ja, ja. Ich kriege die Story nicht ganz zusammen. Aber ich werde mal das für den nächsten Stream mal mich mal schlau machen bei der Story. Hey Beck, ich grüße dich, hallo. So, die Fischer, einen können wir machen. Danach machen wir mal Motorenwerk. So, das wird langsam besser, ne? Ganz langsam. Kohle, Eisen. Ich sehe schon wieder, die Infrastruktur sinkt wieder. Dann Fischerei weg. Hafen, Motor. So. Ah, das ist bei den Bahamas mit dem Schwein, nicht hier. Okay, das weiß ich nicht genau, wie du merkst. Ja, das kann auch in Bahamas sein. So, wie sieht der Wert hier aus? Wir müssen das immer kontrollieren, ne? 0,17 machen wir jetzt. Okay, sind jetzt bei einem Wert von 49. Wir müssen auf 75 kommen. Derzeit jetzt 50, 25 Punkte noch. Wir haben schon weiten Weg geschafft, ne? Aber es dauert schon. Und Gummiente, ich grüße dich, hallo. Aus der Ersparnisse, das gibt uns mehr Beitragseffizienz von Landwirten und Verkäufern. Erhöht auch die Grundlage, Rücklage bei den Gebäuden, das ist gut.
Mehr Rücklagen bei den Gebäuden bedeutet auch, unser Kreditrahmen erhöht sich auch. Warte mal. Moment, nee, nee, nee. Jetzt erzähle ich Quatsch. Das muss ich nochmal lesen. Ich glaube, ich verwechsel das. Ein Bonus oder Abzug auf die maximalen Rücklagen, die Gebäude ansparen können. Genau, Rücklagen ist alles, was die Pops besitzen. Wir bezahlen die Rücklagen, wenn wir in Bankrott gehen. Die Summe aller Rücklagen im eigenen Land bestimmt über den eigenen Kredit. Doch, das macht ja auch Sinn, weil ich kann bankrott gehen, nur so viel ich auch an Rücklagen habe, ne? Also wir erhöhen gerade diesen Rahmen. Sehr gut. Toll. Dann steht Kuba besser bei Smava, genau, oder bei Schufa. Ja, richtig. Toll. Niki, ich grüße dich, hallo. So, Zentralbanken kommt in 3 Jahren, das dauert ein bisschen. Aber hier kommt bald eine Kompanie, die wird... Die ist cool. Was bringt uns das hier? Kristallglas. Okay, Militär. Das hier. So. Motorenwerke 24 Wochen. Das ist jetzt wieder weiter runtergegangen, ne? Eieiei. Londerische Artikel. Wir senken mal den Lebensstandard. Ich darf nicht noch mehr Autorität verlieren. Ich sehe schon, warum das runtergegangen ist. Ja, uns gehen die Pops aus. Ich werde mal einen Bausektor wegmachen. Spart Geld. Und es macht gerade nicht so viel Sinn, allzu schnell zu bauen, denn wir haben ja nicht mehr so viele Menschen, wo wir ja, Leute reinpacken. Also, wir haben nicht mehr so viele Menschen zur Verfügung, um die Industrie zu besetzen. Jetzt wird jemand von euch sagen, aber wenn du freie Arbeitsplätze hast, zieht das die Migration an. Ja, das stimmt. Trotzdem muss ich da eine gute Balance finden. Du brauchst eine Armee! Und Marine! Die werde ich brauchen, das stimmt. Und warum brauche ich die? Willst du das wegen Prestige? Oder willst du das, weil ich damit was angreifen soll? Wir können gerade nichts angreifen, ne, Anrock? Wir sind eine Marionette. Ich kann jetzt nichts machen. Wenn ich jetzt eine Armee aufbaue, kostet mich das Pops und sehr viel Geld. Also das ist jetzt nicht so das gute Timing für eine Armee und für eine Marine. Die Armee zu befreien, ja. Damit, wenn du frei bist, sofort loslegen kannst. Hm, okay. Ich gehe als Philippinen. Du hast Spanisch und Philippinisch als Hauptkulturen. Okay, das ist was anderes. Wenn ich eine Armee aufbauen will, dann kann ich das ja schnell machen. So eine Kaserne zu bauen dauert 2, 3, maximal 4 Wochen. Das geht ja schnell. Aber jetzt eine Armee zu gründen, das wäre gar keine gute Idee. Das ist noch viel zu früh. So, unsere erste Motorenfabrik. Sehr cool. Dann werden wir hier nämlich im Stadtzentrum öffentliche Straßenbahn machen. Dann geben wir auch mehr Transport auf, also bieten mehr Transport an. So, Motoren meckert er jetzt. Aber die Leute werden ja eingestellt. Hast du schon Stahlwerk? Stahlwerk habe ich schon. Yes. Hier. Genau. Alles ready. So, wir brauchen 17 Motoren für die Stadtzentren. Das kriegen wir hin. Top. Dann würde ich sagen, in Puerto Rico, wie sind denn hier die Preise? Dienstleistungen, Transport. Ja, das können wir hier auch mal machen. Mehr Maschinisten, mehr Ingenieure. Weniger Arbeiter. Ja, ja. Rein da. So, und wir machen endlich mal wieder Plus. Das ist sehr gut.
Nee, das haben wir noch nicht gemacht, Gummiente. Nope. Ich möchte jetzt nicht zu sehr in dieses Achievement mich versteifen. Wir haben ja hier 3 Ziele in diesem Land. Ich will mich auf diese 3 Ziele fokussieren. Ich will einfach nur Spaß haben, ein bisschen experimentieren und Kuba gucken, wie wir diese Ziele schaffen können. Wenn das sich ergibt mit diesem Achievement, dann machen wir das. Ja. Aber erstmal unsere 3 Ziele hier und dann irgendwelche Achievements machen, ja? Ich habe jetzt für mich echt mal gesagt, ich will einfach Spaß haben und unser eigenes Ding hier erstmal machen. Kann man als Kuba eigentlich die Amerikas bevölkern machen? Den Journaleintrag? Das weiß ich gar nicht. Die Amerikas bevölkern. Ich sehe es hier zumindest nicht. Ist ja mein erstes Mal mit Kuba. Nicht, dass ich wüsste. Wenn das jemand von euch weiß, gerne schreiben im Chat. Ist auch kein Spoiler oder so. Aber ich sehe es bisher nicht. Senor Jalapeno, schönen guten Abend auch dir. Schön, dass du da bist. Hallo. Gucken wir mal. Das wäre natürlich auch eine großartige Hilfe, ne? Wie viele Menschen kriegen wir denn jetzt aus Spanien? 1400 weiterhin. Top. Nach Puerto Rico ziehen nicht so viele hin. Ist aber auch nicht so schlimm. Wäre blöd, wenn Puerto Rico auf einmal nur noch 100.000 Menschen hat. Weniger ist kaum möglich. Da gibt es so eine Grenze. Aber auch hier steigert sich die Population. Das ist okay. 3,3 Millionen Menschen hier. Kuba, auf Kuba. 35.000 Bauern, okay. Sowas wird gebaut. Fischer. Fehlen aber weiter Motoren. Aktiengesellschaft. Da machen wir mal Pause. Jedes Mal, wenn ich Victoria 3 bei dir sehe, möchte ich auch wieder reinstarten. Aber leider genau seit dem tollen Update keine Zeit gefunden. Mach das, Senor Jalapeno. Also, du siehst ja auch, wie viele andere Streamer wieder begonnen haben mit Victoria 3, ne? Und das ist ja schon ein Zeichen, dass es Spaß macht. Und es macht auch super, super viel Spaß seit dem neuesten Update. Mir macht es sowieso schon seit Anfang an Spaß. Aber ja, einfach rein da. Schöne Cola, ein bisschen Popcorn, irgendwie Chips oder sowas. Schönen Freitagabend. Vielleicht noch einen Stream nebenbei anhauen. Und dann einfach zocki, zocki. Okay. Was nehmen wir als Kompanie? Kuba Metallwerke. Armeeoffensive. Wäre noch ein bisschen zu früh. Das werden wir durch das hier ersetzen. Ist mir noch zu früh. Eisen. Stahlwerke Durchsatz. Das ist stark für uns. Gerade weil wir Eisen, wobei Eisen geht. Aber der Stahlwerke Durchsatz ist ganz nett. Nutzen wir ein bisschen mehr Stahl. Wird ein bisschen effektiver das Ganze. Kohle, Düngerfabriken. Wir haben keinen Schwefel. Das bringt mir nicht so viel. Wäre sonst auch eine Überlegung wert. Chips am Computer? Was bist du für ein Amateur? Hä, was isst du denn? Kuba Stahl GmbH. Für Stahlwerke und staatliche Baueffizienz. Formationstempo, nein. Wobei das mit den Motorenwerken ist nett. Die Bürokratie ist aber auch gut. Da muss ich nicht so viele Regierungsverwaltung bauen. Oh, ich glaube, die nehme ich. Wir brauchen Papierfabriken Stufe 5. Wir sind bei Stufe 3. Dann wird Papier günstiger. Und wir produzieren gleichzeitig mehr Bürokratie mit der Kompanie. Und müssen keine Regierungsverwaltung mehr bauen. Das ist Win-Win. Yes. Das werden wir tun. Gleich auf Platz, auf die nächsten Plätze hier. Diese Kompanie soll es sein. Dann lassen wir das jetzt erstmal ein bisschen ohne, ein bisschen leer. Chips und Cola, alle 2 Monate neue Tastatur. Ja, oh Gott. Dann holt euch, ich weiß was ich, einen Salat. So, Salosch, guten Tag. Grüß dich. Aber ich weiß, es ist ein bisschen schwierig mit Chips und Tastatur. Ihr habt völlig recht. Ich mache das auch ungern. Tatsächlich, wenn ich hier sitze und Chips esse, dann nur, weil ich gerade einen Film gucke. Aber ich zocke nicht und esse Chips gleichzeitig. Ich bin da auch nämlich sehr, sehr penibel, will das alles auch sauber behalten und so. Salat, viel zu gesund. Rabrogo, ich grüße dich.
Salat, pfui, da ist kein Fleisch dabei. Hilfe. Was ist denn mit einem Caesar Salad? Da ist Hühnchen dabei. Es gibt sehr viele Salate, wo du auch Fleisch mit reinpacken kannst. Wirklich sehr, sehr viele. Würstchensalat. Ja. Ja, genau. Fleischsalat. Fleischsalat ist Fleisch drin. Oh Mann. Man kann seine Tastatur auch einfach sauber machen. Dann braucht man keine neue. Das kann man auch, Baumratte. Das geht tatsächlich, ja. Stimmt. Jetzt weiß ich das, wie ich jetzt auch Kleidung sparen kann. Brauchte nicht neu kaufen. Ich wasche sie einfach. Ah, okay. Mag das auch nicht, schmierige Chipsfinger am Rechner. Ja, stimmt schon. Tut mir leid für den Tipp-Chat. Mach ich nie wieder. Ich sag nie wieder euch, was ihr essen sollt, während ihr zockt. Gummibärchen ist... Ah, nee, Gummibärchen ist auch fettig, ne? Wisst ihr, was mal richtig, richtig gut war? Das war der Pizza-Burger. Außenrum, rum, schön trocken, dieses Stück Teig. Und innen drin Pizza. Das war geil. Das konntest du auch essen. Das hat vielleicht ein bisschen gekrümelt. Aber du hattest zumindest keine fettigen Finger. Das war richtig gut. Aber das gibt es leider nicht mehr. Salzstangen. Stimmt, Salzstangen sind gut. Oh, Mikado-Stäbchen. Auch gut. Ich glaube, wir sind da etwas auf der Spur, Chat. Das perfekte Gamer-Essen. Kinderbonbons, so. Einweghandschuhe. Ja, Handschuhe nutzen. Auch gut. The Bags, ich grüße dich, hi. Tolle Tipps sammeln wir hier. Warum machen wir so viel Geld? Wo kommt das Geld jetzt her? Immer wenn ich sowas sehe, will ich immer nachvollziehen, warum das Geld jetzt auf einmal reinkommt. Das könnte sein, weil wir die Postersparnisse, weil sie jetzt... Nee. Investitionsfondsübertragung. Die Bauwaren haben wir reduziert. Ja, deswegen machen wir Geld, ne? Bauwaren. Das hat was gespart, das zu senken. Subvention. Hier müssen wir mal gucken, ob wir das subventionieren. Dass wir Handelszentren nicht mehr so viel subventionieren. Das sind 2200. Das könnten wir mal gleich angehen. Das ist etwas, was macht mir bei kleinen Ländern sehr viel Spaß. Das ganze Micromanagement. Zu versuchen, jeden Cent zweimal umzudrehen. Bei so kleinen Ländern ist Geld, ne, ist das, macht das sehr viel aus. Zölle sind runter, Staatsdividenden ein bisschen hoch. Okay, also wir wollen die Handelszentren weniger subventionieren. Jetzt kann ich sagen, ja, dann stelle ich es ganz aus, aber nein. Wir machen das hier mal weg. Die verdienen damit mehr Geld. Wir subventionieren weniger, ne? So sollte das zumindest in der Theorie sein. Das hat schon mal geklappt. Wir könnten aber noch eine weitere Handelsroute machen, womit sie noch mehr Geld verdienen. Und dann, wenn sie mehr verdienen, müssen wir weniger subventionieren. Shit. Und Besitzer von Pachtbauern machen wir auf keinen Fall. Minus 15 Legitimation ist natürlich ein Brett. Und minus 8 Zustimmung. Ich muss das nehmen, sonst haben wir ein paar Jahren ein Problem. Dann muss ich jetzt auf den sauren Apfel beißen. So. Dann. Top. Was können wir denn noch exportieren? Oder importieren? Seide. Das ist aus Spanien. Opium. Tabak. Da ist nichts Gutes drin. Scheiße, unser Tabakverkauf läuft nicht so gut. Wir haben ja auch ein Ziel, Tabak Produktionsführer Nummer 1 sein. Dann schicken wir mal ein bisschen Zucker nach USA. Ich hoffe, das bleibt länger gut aktiv. Spirituosen.
Ach, Brasilien. Regierungsgehälter wieder höher machen. Ah, es reicht nicht, noch nicht ganz. Aber müssen wir mal darauf achten, ob wir das bald machen können. Hat 0,2 Soll gekostet. Hm, 3000. Wartet mal, wann haben wir denn Papierfabriken fertig? Das kann ich gleich machen. Das kann ich gleich machen. Nee, das mache ich jetzt. Was das Geld wieder reinkommt. 12 Lebensstandard. Ja, hast recht. Lebensstandard ist ein bisschen gedroppt. So, das kurbelt ja auch ein bisschen die Wirtschaft an, ne? Indem wir den ganzen Leuten hier ein bisschen mehr Geld geben. Das kommt ja auch irgendwie dann wieder zu uns. Pia, ich grüße dich. Die Handelsroute lohnt nicht wegen der Bürokratie. So schnell hast du das ausgerechnet. Es ging ja mir darum, dass wir weniger Subventionen zahlen. Dass die mehr verdienen. Die Bürokratie ist aber runter. Du hast vollkommen recht. Aber selbst wenn, tun wir den Pops ja was Gutes dadurch. Ich würde das erstmal so lassen. Der Handel soll ja florieren. Die Zuckerplantagen verdienen ja dadurch auch Geld, ne? So muss man das Ganze ja sehen. Immer diesen ganzen Rattenschwanz, der danach folgt, auch in Betracht ziehen. Und nicht nur, habe ich jetzt hier 100 mehr gemacht oder weniger oder sowas. Man muss diesen ganzen Geldfluss, der nachwirkt, alles das muss man mit einkalkulieren, einberechnen, ne? In dem Fall glaube ich schon, dass es worth ist. Bald haben wir ja auch mehr Bürokratie. Die kommt ja bald. Ich die Dings hier anschmeiße, die Company. In 11 Wochen können wir das nämlich machen. Und 10 Wochen. Und dann bauen wir mal unsere erste Eisenbahn, würde ich sagen. Und erhöhen somit die Infrastruktur um ein ganzes Stückchen. Das wird uns auch helfen. So. Kuba Papier. 4 Wochen. 3. Sehr schön. Dann müssten wir die jetzt gründen können. Da ist sie. 10% mehr Bürokratie. Dann natürlich aber auch, wenn wir den Bonus haben. 10% mehr Bürokratie. Scheiße. Gucken wir mal hier rein. Wohin waren die nämlich noch lukrativ und jetzt nicht mehr? Oh nein, vorher hätte ich noch den Bonus erhalten. Papier ist jetzt ein bisschen zu günstig. Papier haben wir hier nicht. Komma 9. Null. Wow. Was ist denn da passiert? Okay, Papier ist jetzt wirklich sehr, sehr günstig. Wir müssen es mal exportieren. Österreich, Ungarn. Keine neue Regierungsverwaltung. Nee, nee. Ah, okay. Ich glaube, du hast die Idee nicht verstanden, die ich gerade versuche zu bewirken. Pass auf. Ich will nämlich Folgendes. Ich habe 2 Papierfabriken gebaut, damit wir diese Kompanie hier uns holen können. Vorher wurde nämlich angezeigt, dass diese Kompanie tatsächlich so profitabel ist, dass wir diesen Bonus kriegen. Und dadurch kriegen wir 10% mehr Bürokratie und dann ist die hier mit drin, weißt du? Das war eigentlich die Idee. Aber jetzt habe ich so viele Papierfabriken gebaut, dass wir diesen Bonus nicht mehr kriegen. Das habe ich nicht kommen sehen.
Schon, aber kurzfristig mehr Verbrauch für Produktivität. Ja, aber zum Glück wollen wir ja nicht kurzfristig handeln, sondern langfristig. Und langfristig ist das ja eine gute Idee. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir die wieder profitabel machen. Nie kurzfristig denken, Chat. Kurzfristig ist immer nur ein Notfall. Langfristig ist immer gut. Ja, dann gibt er mehr Bürokratie aus, ne? Solange Mapi schlecht ist, sollte das Sinn machen. Ja. Wann ist denn die Eisenbahn fertig? 22 Wochen. Das wird dann natürlich auch wieder nach oben gehen. Schwefel. Okay, es geht, glaube ich, aber wieder nach oben. Ja, es wird besser. Die haben ein paar Leute entlassen. Sehr gut. 6,8. Wir brauchen 7. 7 ist der globale Durchschnitt. Wir sind also nicht weit davon entfernt, das hier zu erreichen. Wir warten ein bisschen. Alles gut. Gefährliche Ausrüstung. Nehmen wir das. So, Zentralbanken. Mit unserem Zinssatz auch reduzieren um 2%. Mehr Gelddruck. Das sind 9 Monate. Backpulver. Das würde ein bisschen mehr Zucker verbrauchen, ne? Zucker haben wir zu viel. Getreide und mehr Zucker. Das sind 35 Monate. Alles dauert das lange. Brauchen halt auch mal wieder mehr Unis. Dialektik. 7, hallo. Da kommt der nächste Viewer-Joke. Na, wir hatten vorhin schon mit den Loyalisten. Hat Veilchenbund übernommen. Wir hatten das schon mit Peter Zwegert. Nummer 3. 7 mit seinem Alaska-Joke. Jetzt haben wir das heute auch mal durch. Ich grüße dich, 7. Hallo. Ist kein Joke. Achso. Okay, wusste ich nicht. Sorry. Prestige. 10% mit Prestige. 47. Na, hilft gerade nicht so viel. Das würde ein bisschen Bürokratie sparen. Mehr Einfluss. Kunsthochschulen. Super. Super. War das jetzt auch? Ich glaube, wir gehen tatsächlich auf, warte mal, das wäre Fleischkonserven, Fisch. Wie ist denn Fisch und Fleisch? Fleisch ist sogar gut günstig. Konserven, 35 Monate. Ich glaube, dann will ich auf Backpulver gehen, damit wir ein bisschen mehr Zucker verbrauchen. Hey, Renasco. Oh, sieht das geil aus, was du gerade aktiviert hast. Guten Abend. Das wird ja immer wilder hier bei Twitch mit den Effekten. Ja, voll gut. Aber ich muss zugeben, das sieht richtig nice aus. Was hast du denn dafür machen müssen? Musstest du irgendwas ausgeben? 20 Bits? Danke dir für die 20 Bits. Jetzt weiß ich, was du ausgegeben hast. Ich danke dir. Ich muss gestehen, das sieht überraschend gut aus. Zumindest bei mir, dieser Effekt. Das ist mal etwas, was ein bisschen Sinn macht. So könnte ich zumindest auch wichtige Nachrichten besser lesen. Weil bei dem ganzen Quatsch, den ihr manchmal schreibt, gehen die wichtigen Nachrichten manchmal tatsächlich unter. Ja. Ja, das hat er gesagt. So, meine erste Eisenbahn ist da. Let's go, Leute. Chuchu. Guck mal, das ist die Kuba-Eisenbahn. Mega. Wie läuft die denn gerade? Es gibt wichtige Nachrichten von wem? Oh, sehr gut, sehr gut. Lustig. Infrastruktur. Eisenbahn. Oh, wie das hier. Sehr geil.
Was ist nicht wie frech? Ist da wieder 30 Grad in der Bude? Ja. Ein bisschen weniger. Mehr Holz, weniger Kohle, weniger Motoren, Holzpassagierwaggons, mehr Transport. Ja, die pfeift sogar. Ich kann leider nicht näher ranzoomen. So, dann machen wir wieder mehr Motoren. Glas. So. Wobei, wir haben genug. Ja, so ist das gut. Mal das. Guck mal, wie ich immer hier nachrücke, damit ihr die sehen könnt. Verliebt von mir, ne? Motoren. 36. Machen wir wirklich mehr? Oh je. Schreiben ist schon okay, aber wenn du 20 Bits dafür ausgibst, ist es wichtig. Dann schreiben wir halt gar nimmer. Ich glaube nicht, dass ihr das schafft. Also echt. Da mache ich mir gar keine Sorgen, dass ihr... Oh Mann. Ich mache nur Spaß, ne? Das ist natürlich alles Spaß, Leute. Mit den Tipps und so. Ist halt so ein Running Gag, so genauso wie ihr ein Running Gag macht mit Erober mal Alaska und sowas. Für die, die neu sind. So nach dem Motto, haha, tolle Tipps. Werd ihr voll gemobbt. Ja, gewöhn dich dran. Das funktioniert nicht, Chat. Ihr könnt euch hier nicht als Opfer darstellen. Also das... Da wird mein Herz nicht weicher von oder so. Das funktioniert nicht. So nutzt sich das. Was, das ist gleich mit dem Riesen-Emote. Und danke dir auch für die 30 Bits. Vielen lieben Dank. Danke, danke. Vielen lieben Dank. Alaska ist wichtig. Goldfisch und Bären. Ja, das mit dem Gold, da hast du sogar recht. So, Motorenwerk. Bau mal eine Kunstakademie. Alles andere ist unwichtig. Hm, okay, Renascon. Hm. Verstanden. Ich guck mal, ja. Mal schauen. So. Eisenbahn. Haben wir genug. Wir machen wieder mal ein bisschen Micromanagement. Ortspreise. Ich biete keinen Transport an. Warte mal. Quatsch. Da, Puerto Rico und Kuba. Minus 1% und 6%. Okay, wir können ein bisschen mehr Transport hier machen. Machen wir das mal bei den Holz. Das geht da nicht. Aber hier. Das geht's hier aber auch. Gut. Wir haben ein bisschen mehr Autorität wieder übrig. Luxusmöbel. Ich glaube, warte, das sind 1400. Nehmen wir Transport rein. So. Ja, die Idee geht nicht auf mit der Kompanie und der Bürokratie, ne? So ein Mist. Ich will ja keine Regierungsverwaltung bauen, weil ich mir erhofft habe, durch die Kompanie kriegen wir die 10% Bürokratie einfach dazu. Aber wenn die jetzt nicht profitabel ist, so ein Mist, ey. Ich könnte eine Uni bauen. Dann steigt auch wieder der Bedarf an Papier. Und Uni brauchen wir sowieso. Wollen wir das mal probieren? Bauen mal eine. Die Pops werden auch wieder langsam ein bisschen mehr. Und Unabhängigkeit? Super, Leute. Guck mal, wie das schön gestiegen ist. Regimeunterstützung sollte ich nicht machen. Aber bald können wir Marktkontrolle erbitten.
Und zwar 19. Juli, schön, noch ein paar Monate. Und dann sind wir endlich an diesem Punkt hier angelangt. Geil. Dann bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Das wird toll. Offene Märkte. Wollen wir die liberale Partei ein bisschen stärken? Macht das gerade Sinn? Nicht, dass wir eine Regierung haben, die da nicht so legitim ist. Wir sind Antisklaverei. Oh, die haben 29%. 39. Die haben auch sehr viel. Versuchen wir es mal. Geben wir den Liberalen mal 10, 30% mehr Momentum. Puh. Scheint nicht so viel zu helfen. Das ist gar nichts. Das ist noch viel zu low, ja. Also hier geht das leider nicht hoch. Wäre das Verfahren zu verändern? Ich habe eine Idee. Das brechen wir ab. Dann kriegen wir wieder ein bisschen mehr Bürokratie dazu. Ja, das Verfahren ändern. Kann man machen. Nee, guck mal. Das Problem bei mir ist nicht das Verfahren. Es sind eher die Preise. Hier Schwefel ist teuer, Holz ist ein bisschen teuer, Werkzeuge, Kohle. Deswegen ist das nicht so lukrativ. Ich könnte es subventionieren, ne? Komm, wir subventionieren das. Komm mal, acht mal sehen, ob das besser wird. 1,5, fuck. Bleib aber dabei, wir bauen mal die Uni nach dem Motorenwerk. Und dann sollte das klappen. Dann wollen die mehr Papier. Papier wird wieder besser im Markt. Zentralbanken. Wegen dem Bonus hier super toll. Die wird nicht durch Subvention besser, ne? Hast recht. Ja. Gut, dass du es sagst. Ich wollte nicht sagen. Und da ein bisschen warten. Aber wenn du es auch schon sagst. Schwefel ist sehr teuer. Na, lassen wir das mal. Kriegen das schon hin. Nach der Uni wird es besser. So, der große Plan zahlt sich aus. Mehr Monate für die Konservativen oder wir nehmen das hier. Minusprozent, 20% Anleihenzinssatz und Goldreservenschwelle. Minus 20% Anleihenzinssatz ist sehr interessant. 2100 haben wir hier. Ich mache mal den Vergleich. 11,3. Dann sind wir hier bei 8,8 und zahlen jetzt nur noch 1600 Zinsen. Super. Schön gedroppt. Tolles Event. Das gibt uns Prestige. 20 sogar. Konrad Lasker wird angestellt. Wer ist denn Konrad Lasker? Das ist ein Industrieller und Protektionist. Wir haben Platz frei. Kannst du mir eine Mod für Imperator Rum empfehlen im Singleplayer? Oder Odubaka? Ist nicht schlimm, du kannst auch, wir können auch gerne immer über andere Spiele hin und wieder sprechen. Gar kein Ding. Es gibt eine, die heißt, glaube ich, Invictus. Genau, Masterson schreibt es auch, Invictus. Das ist eine sehr, sehr gute Mod für Imperator Rome. Die brauchst du. Und alles andere ist Schnickschnack, weiß ich nicht. Aber ich finde, die ist ein Must-Have. Die macht das Game richtig gut. Viel Spaß damit. Imperator Rome ist auch ein geiles Game. Habe ich auch schon überlegt, dass wir das mal demnächst wieder spielen. So, ein Finarin Dogil tritt aus den Streitkräften zurück. Und ich kriege 5 Legitimität. Ich würde sagen, aufgrund dessen nehme ich tatsächlich die Legitimität. Ich könnte auch Loyalisten nehmen. Aber ich will die Legitimität. Denn bald sind ja auch Wahlen und dann gucken wir mal. Ich glaube, die Punkte werden wichtig sein. Ja, genau, Renaskan. Gibt es im Umkreis Schwefel? Ja, in Texas zum Beispiel. Und ich weiß nicht, ob es hier Schwefel gibt. Ja, hier gibt es auch Schwefel in Sulia. Ist natürlich alles unser Ziel, ne? Hier die Dinger zu erobern. Aber das kommt mit der Zeit.
So, wir können Marktkontrolle erbitten. Machen wir mal. Und wir sind jetzt hier. So, liebe Leute. Jetzt kommt eine spannende Phase. Wir können die Autonomie jetzt nochmal erhöhen. Er wird auch nicht akzeptieren. So, was anderes. Verweigert. Schaut euch das an. 1863. Und wir haben es endlich geschafft, hier mal wieder so weit nach oben zu kommen. Wir haben ja am Anfang, bevor wir den Run gestartet haben, uns eine kleine Kuba-Dokumentation angeschaut. Und 1863, das ist so, nagelt mich jetzt nicht auf dieses Datum fest. Aber die 60er Jahren, das ist schon diese Zeit, wo Kuba auch die Unabhängigkeit wollte oder es zum Krieg kam für die Unabhängigkeit. Also vom Timing her passt das sogar ganz gut. Aber nagelt mich jetzt nicht auf diese Zahl fest, ne? Aber 60er war, ja, Jahre war das ja. Ich glaube, ja, weiß nicht mehr so recht, welche Zahl genau. Autonomie erhöhen. Er hat es verweigert. Und jetzt können wir eine Sache machen, und zwar, wir wollen die Unabhängigkeit. Und zwar als Diplomatieforderung. Wir haben es diplomatisch versucht, friedlich. Er hat Nein gesagt. Und jetzt haben wir zwei Nationen, die uns unterstützen für die Unabhängigkeit. Großbritannien und Frankreich. Den beiden Ländern geht es gerade auch gut. Ja, gut, Großbritannien ist in einem Krieg mit Russland. wie viele Bataillone hat er denn? 175 und 300 Flotten. So, und Frankreich hat 182 Flotten und irgend so einen anderen komischen Krieg. So, Spanien 130 Flotten. Das sind zwei Nationen gegen einen. Ist nur ein bisschen blöd, dass die gerade beschäftigt sind. Wir machen mal Folgendes. Wir speichern und hoffen, dass das jetzt klappt. Wir haben heute schon 5 Jahre gespielt. Und wie es aussieht, geht es gut in die Richtung Unabhängigkeit jetzt. The Island Witch, ich grüße dich, hallo. Gute. Dann schau ich mal, Universität. Wir werden wahrscheinlich aus dem Markt gekickt. Ah, da muss ich nochmal gucken. Wir versuchen es mal. Autonomie vergrößern. Unabhängigkeit. Nee, wir wollen in die Unabhängigkeit. Wir haben viele Flotten. Wir könnten handeln. Wir profitieren halt vom spanischen Markt, ne? Der gibt uns Schwefel, Seide, Holz. Bataillone sind aber komische Flotten. Ne, ich meine Konvois. Ich meine, wir haben genug Konvois zum Handeln, das meinte ich. Weiß nicht, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Unabhängigkeit. Denn wenn ich jetzt Autonomie erhöhen mache, sind wir keine Marionette mehr, sondern dann sind wir ja ein Dominion. Wir zahlen weniger Geld, können zumindest eigene Sachen machen, aber ich will in die Unabhängigkeit natürlich. Ich glaube, das ist ein Muss, ne? Du meintest vorhin Bataillone und hast aber Flotten gesagt. Ich glaube nicht, dass Spanien 130 Flotten hat. Ach so! Ich habe dazu... Ja, das sind 130 Bataillone hier. Genau, genau. Ja. Ach, mein Gott. Ihr wisst doch, was ich meine, ey. Oh. Jeder weiß, was ich meine, aber trotzdem... Hallo, Karasak. Das sind keine Bataillone. Das sind Flotten. Oder umgekehrt, was auch immer. Mann! Warum? Warum seid ihr so zu mir? Einfach mal richtig machen. Ich weiß, woran das liegt. So, ihr denkt, man, dieser Karre sagt, das ist so ein verdammt guter Victoria 3-Spieler. Wir müssen jetzt jede Chance nutzen, um ihm zu zeigen, dass er ein paar Sachen vielleicht doch nicht weiß oder sich mal verspricht, um wieder schlechter dastehen zu lassen, damit wir irgendwie eine Chance haben, gegen ihn anzukommen. Ich verstehe das, aber ich weiß nicht, das müsst ihr nicht tun. Das müsst ihr nicht machen.
Du hast recht, die Zuschauerrolle ist definitiv die bessere, ja. Kriegst du die nicht vergessen. Danke, Dean. Ich hab noch nie Kriege geführt. Wer kommt der nächste hier mit komischen Tipps? So, Frankreich und Großbritannien sind bereits mit drin, ne? Unabhängigkeit unterstützen sie von Anfang an, deswegen sind die automatisch mit drin. Das finde ich auch sehr geil, dass das nicht noch so eine komische Sache ist, wo wir die überzeugen müssen. Das ist 1:1, wird das ausgespielt. Dann Staat erobern. Wir haben gesagt, für unseren leicht RP-Run bleiben wir nur bei in diesem Gebiet. Wir erobern keine spanischen Provinzen. Landesbefreiung ist auch uns egal. Autonomie vergrößern muss nicht sein. Wir werden ja unabhängig. Klientelandbefreiung. Kriegsreparation. Ja, das geht klar. Das können wir machen. Diese Versprecher versauen ein echtes Erlebnis beim Zuschauen. Bitte besser aufpassen da. Okay, tut mir leid. Oh Gott. Oh, Spaß wird ernst. Ernst ist heute 8 Jahre alt. Wie viel Verrufenheit ist kritisch? Probier's doch mal aus. Alles bringt so ein bisschen Nachteile mit sich, aber bei 100 Verrufenheit wird es sehr, sehr kritisch, weil dann wirklich sehr viele Nationen was gegen dich machen wollen und dich klein halten wollen. Also 100 ist so das aller Maximale, was du haben solltest. Das gefällt mir seit dem DLC übrigens gar nicht mehr. Unabhängigkeit garantieren und Unabhängigkeit unterstützen schlagen halt alles. Das kann man dann trotzdem demütigen, dem Krieg beitreten, ist halt gar nicht verhinderbar im Vorfeld. Ist das so? Naja, das ist die KI, ne? Also im Multiplayer ist das ja noch was ganz anderes. Aber ich finde das für die KI ganz gut, für das Spielerlebnis. Oh, Basin stellt sich auf die Seite von denen. Tja, ich hoffe, dass jetzt die KI natürlich das gut hinkriegt. Ich meine, erinnert ihr euch das mit Krakau, wo wir Preußen und Großbritannien mit reingeholt haben? Und die beiden haben es nicht geschafft, gegen Österreich zu gewinnen. Das ist so meine Befürchtung, dass die das jetzt hier auch nicht schaffen. Minus 10, wenn ich das hier schon lese. Britannien demütigen auf der anderen Seite. Was haben wir hier? Kohleminen. Die nächste Kohlemine lasse ich mal aus. Die Fischerei lasse ich. Das ist immer noch nicht besser geworden. Wir bauen noch eine Uni. Wir bauen sowieso Unis. Ich glaube, ich mache gleich zwei. Dann wird sogar noch mehr Papier verbraucht. So. Ja, das mit dem Holz lasse ich mal sein. Der Kohl auch. So, und dann ab dafür. Was wir probieren könnten, wäre sogar mit unseren kleinen Armee, 6 Bataillone und 3 Flotten, dass wir da irgendwelche Shenanigans machen. Balearen sind inkorporiert. Ich weiß nicht, ob was das... warte mal. Unabhängigkeit. Ich muss in die Hauptstadt. Oder? War eigentlich scheißegal. Komm, wir machen was. Halt auch ein Headquarter.
Afrika sind auch Inseln vom Spanier. Hm, genau, die hier. Aber ich glaube nicht, dass uns das viel bringt. Wie sieht's denn hier aus? Komm schon, KI. Also wenn die das nicht schaffen. Ja, hier geht's voran. Bald Angst, dass es zu lange dauert, dieser Krieg. Die dann alle rausgehen. Hier sieht's stabil aus. Ja, die Werte werden immer besser, sehr gut. Super. Spanien kann gewinnen. Kriegsziel festlegen. Ja, und in der Tat ist es so, wir haben natürlich jetzt ein Problemenmarkt. Uns fehlen auch sehr viele Sachen. Aus Großbritannien. Unsere Freunde, die sollen uns beliefern mit ihren tollsten Waren. Frankreich auch. Auch tolle Leute. Uiuiui. Glas. Oh, Färbemittel. Ach du meine Güte. Färbemittel habe ich gar nicht. Jetzt fehlt aber viel. Können wir irgendeinen Markt beitreten, so auf die Schnelle? Lobby finanzieren. Ich kann das jetzt hier nicht sehen. Ja, oh ja, boom, genau. Aber wir sind immer noch eine Marionette. Ich kann keine Kriege machen, wenn ich eine Marionette bin. Später können wir mal drauf schielen. Jetzt geht es aber noch nicht, ne? Mal, dass wir unseren Bedarf so decken. Tücher, das wird sich langsam aufbauen. Das wird bald besser. Kleidung sollten wir auf jeden Fall mehr holen. Was aber nicht so viel. Seide. Okay. Was macht hier der Krieg? Wo ist schneller? Ich will unabhängig werden. Brasilien ist raus. Gut. Ein paar mehr Loyalisten. So, und in Toledo sind wir schon zu 25% drin. Das sieht gut aus hier an der Front. Die Armee ist quasi leer. Im Süden werden auch viele gebunden. Der Franzose kommt nicht so gut durch, ne? Der braucht sehr lange. Und dafür kommt der Brite gut durch. Kompanien. Schade, es ist schon ein bisschen hochgegangen. Genau, Jabun. Wenn wir frei sind, dann werden wir sofort gucken, wo können wir was erobern. Das mache ich dann. Peu à peu, ne? Alles Schritt für Schritt. Gute Idee. Backpulver. Die Musik ist immer die gleiche hier, ne? Kriegen wir bald mehr Prestige dazu. So, bald sollte er runterticken. Ja, jetzt tut er es. Dauert nicht mehr lange, Leute.
Dann haben wir das Ding gewonnen. Schön. Und dann sind wir gleich unabhängig. Oh, geil. Geil, 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 geil. Skandal unter der Fromm. Wer ist das hier? Mario Guglielmo ist Traditionalist. Der soll einfach nur unbeliebter werden. Ausländisches Manifest. Und Lobbyisten, Vorträge in Havanna. Kubanisch-Französische Union. Da nehmen wir die Legitimität. Schon. Ein bisschen. Ja, das sieht gut aus. Unabhängigkeit und Kriegsreparation. Gib her. Ja! Unabhängigkeitserklärung. Erfolgreich. Habe ich das zum ersten Mal gemacht? Nee, ne? Das habe ich schon mal geschafft. Das ist kein neues Achievement für mich. Das habe ich schon mal geschafft. Ja, das habe ich schon mal geschafft. Super, Leute. Wir sind unabhängig. Wir haben unseren eigenen Markt und eine schöne neue Flagge. Geilo. Und wie du schon sagtest, Haiti sollte eigentlich ein gutes Ziel sein. Investitionsrechte vom Briten. Ah, der hat 15 Bataillone. Na gut. Jetzt können wir auch anfangen, in eine Armee zu investieren, denn jetzt können wir Kriege anfangen und durch die Kriegsreparation haben wir für die nächsten 5 Jahre auch erstmal Geld. Jetzt können wir das machen. Jetzt ist es ein guter Zeitpunkt. Wir werden 1, 2, 3 Schiffe bauen. Und wir brauchen was für die Offensive, um zu landen. Sechs und sechs. Ja, und dann brauchen wir noch ein paar Schiffe mehr. Und Geld haben wir auch, genau, super. Steuern wollen wir senken. Denn... Ah, hier, ne? Nicht so geil. Das soll wieder nach oben gehen. Schön, ist geklärt. Haiti möchte einen Verteidigungspakt mit uns eingehen. Nein! Wir haben eine neue Farbe, ne? Dieses Türkis. So, aber wir müssen mal gucken. 15 Bataillone. Können wir da überhaupt landen? Schaffen wir das? Wie stark sind die? Die haben Linieninfanterie und Dragoner. Also brauchen wir mindestens so viel wie die auch. Oder wir landen hier. In Honduras. Da sind auch Färbemittel. Da sind ein paar weniger Soldaten. El Salvador oder Nicaragua, 5 Bataillone. Hat auch Färbemittel. Ist auch alles gut. Wir wollen das sowieso alles erobern. Ich denke mal, ich gucke mal. Was würde ich jetzt gucken? Genau. Kasernen. Linien. Auch Linien. Okay, die haben alle Linieninfanterie. Und ich auch. Und mobile. Okay, wir müssen auf jeden Fall mobile reinholen. Die Armee modernisieren. Hier ein paar Buffs geben. Offensive. Wir geben den Zucker. Davon haben wir viel. Tabak haben wir viel. Spiritus auch. Alles rein. Ja... Wir haben in Texas Schwefel, wir haben hier in Zulia Schwefel. Weitere Gebiete habe ich gerade nicht im Kopf. Ich gucke nochmal. Vorkommen. Ah ja, Texas, Louisiana, Florida und hier Schwefel in Zulia. Genau, das ist ja auch der Plan, ne? In unserem Run. Wir wollen ja Mare Nostrum komplettieren. Und das hier alles erobern, so peu à peu, genau. Und irgendwo müssen wir ja hier anfangen, genau, ausbauen. Nee, das werden wir nicht machen, Magog. Wir werden keine Ländereien sonst erobern. Wir wollen wirklich nur, um das Ganze ein bisschen knackiger zu machen, uns ein bisschen selbst hier einzugrenzen, wie wir spielen,
Denn nur diese Ländereien werden hier erobert. Alles, was hier bei uns angrenzt oder was in dieser Region hier halt ist, was ich hier gerade anzeige. Sonst könnte ich ganz einfach sagen, ja, wir machen den Klassiker. Wir erobern Zulu, dann Transvaal, dann haben wir Gold. Das finde ich ein bisschen zu lame. Wir wollen mal gucken, wie gut man mit Kuba vorankommt, wenn man wirklich in dieser Region bleibt. USA scheint schwächer zu werden, weil die schon sehr stark sind. Aber hier kommt eine Revolution. Interessant. Okay. Genau, Needham. So, nächste Uni. 6,2. Scheint nach oben zu gehen. Die Fischer haben wir wieder nach unten. Kommt die ganze Marine und so. Tja, und wir brauchen mehr Seide. Aha! Ein Handelsvertrag mit Großbritannien, sehr gut. Weniger Zolleinnahmen, aber auch weniger Bürokratiekosten. Mit wem handeln wir gerade sonst noch? Mit Frankreich. Handelsvertrag vorschlagen, yes. Und jetzt sind wir wieder hier im positiven Bereich. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Universitätsdurchsatz. Sind wir jetzt bei 68. Granatkanonen, Feldbefestigung. Schrapnell. Plänkler. Ja, dafür brauchen wir das hier. Wir werden das zuerst machen. Jetzt wird das wichtig. Genau, Margok. Ein Powerblock-Join. Gute Idee. Machen wir auch noch. Die Frage ist, ja, ich glaube, Großbritannien-Powerblock wäre sehr stark, oder? Vasalisierung. Hm, hier müssen wir den Autorität abgeben. Nee. Wie? Hallo? Einkommensübertragung. Nee. Frankreich ist noch sehr frisch. Hat nicht so viele tolle Sachen. Preußen. Zollverein mit Preußen. Für den gemeinsamen Markt und mehr Handel. Militärindustrie 3, Bau. Ich glaube, das ist actually sehr, sehr gut für unser Ziel. Wir wollen ja Produktionsführer sein bei Zucker, Spiritus und Tabak. Und wenn wir hier in einem Markt sind mit den Preußen, können wir das gleich in einem großen Markt alles verkaufen. Wir müssen nur hoffen, dass... Ja, das wäre eine Idee. Zollverein klingt gut. Was gibt es denn sonst noch für Machtblöcke? Österreich, Ungarn, Ideologie. Russland. USA. USA bin ich nicht für. Da müssen wir nämlich auch später noch was erobern. Ja, ich glaube, der preußische ist gerade der coolste für uns. Wir werden Beziehung verbessern mit ihm. Oh, das müsste hier nicht mehr sein. Beziehung verbessern. Und dann werden wir mit ihm handeln. Wow, wir haben so viel Eisen. Handelsvertrag. Ich mach mal ein bisschen was, was cheesy ist. Ich will es mal testen. Import, Export. Wir haben kein Interesse. Stimmt. Das Interesse hier können wir rausnehmen, dann machen wir das da rein. Es ist sowieso ganz cool, weil hier sind ganz viele kleine andere Staaten, womit wir auch interagieren können.
Dann packen wir das da mal dahin. Wir werden auf Kleidung dann eine Verbrauchssteuer wegnehmen. Die dafür in Luxuskleidung machen. Und in Luxusmöbel. So, hier ist auch noch ein Krieg Mexiko, USA. Jetzt werden die nächsten Kasernen gebaut. Wow, es klappt mit Armee-Push. 1840 und ich bin nur noch Dominion. Es waren ein Arsch voll Schulden, aber spanische Kriegsreparation. Dadurch, dass Frankreich mich unterstützt hat. Ja, kann man auch so machen, ne? Anrock, klar. Kannst auch so spielen. Dann hast du jetzt eine komplett andere Situation als die, die ich habe, ne? Ich bin gesund und langsam gewachsen. Du hast versucht, ein bisschen schneller zu machen, hast jetzt erstmal Schulden. Und wahrscheinlich sehr viele Armee, die du erstmal nicht brauchst. Und bezahlen kannst nach dem Krieg. Wenn du dann wieder abreißt, wirst du aber viele Radikale haben, ne? Keine Ahnung. Man kann es so oder so spielen. Am Ende ist Victoria 3 ja kein Sprint, sondern Marathon, ne? Also du musst nicht nach 10 Jahren schon alles geschafft haben oder schnell spielen, nur damit du frei bist. Und am Ende hast du aber einen Staat da, der nicht wirtschaftlich funktioniert. Weil ich glaube, das wird auch ein Problem dann bei dir sein. Zumal, du bist ja Dominion. Ich bin frei, ne? Und bei mir funktioniert ja alles. Top. Ja, sehr gut, Anrock, dass du probierst. So soll es auch sein. Deswegen sage ich ja, cool. Auf jeden Fall. Hm. Sehr cool, dass du probierst. So soll das sein. So lernt man ja auch nur neue Dinge dazu, ne? Wenn man mal ein bisschen, schaut, dass man aus dem Tellerrand guckt. So, wir brauchen eine Kanonengießerei. Denn wir bauen ja jetzt auch Bataillone. Durch das viele Geld, das wir haben, können wir unsere Bausektor noch erhöhen. Ich habe auch gesehen vorhin, wir haben noch mehrere... Was mache ich denn gerade? Wir haben noch mehrere Bausektoren. Noch mehrere Pops übrig. Oh mein Gott, ich bin ganz durcheinander. Machen wir mal zwei. Der Army hat jetzt Ärger. Mexiko auch im Krieg. Habe ich das richtig gesehen? Scheint so zu sein, ja. So ist es. Mal, wo ist mein Interesse? Hier, Mittelamerika. Hier würde ich halt anfangen wollen. So, und wenn ich das mache, wird sich Neu-Granada einmischen für Nicaragua. Aber Neu-Granada hat keine Flotten. Von daher ist das eigentlich egal, meine ich. Ich glaube, das können wir so wagen. Die mischen sich hier immer ein, wenn man hier erobern möchte. Selbst im Multiplayer habe ich das gesehen. Oh, hier gibt es sogar noch mehr, die sich im einmischen. Also das erste wird sein Honduras. 5-4. Da bauen wir ja alles auf. Erstmal Bausektoren. Sieht unser Markt aus. Frankreich übernimmt deine Schulden. Nice. Sehr cool.
So, Backpulver wollen wir machen. Weniger Spirituosen, mehr Lebensmittel. Und wir brauchen mehr Zucker und Getreide. Gut. Let's go. Schiffswerften. Ah, wir haben schon eine Kanonengießerei. Jetzt brauche ich gerade die nächste. Nein. Dann erhöhen wir einfach die Produktionsmethode. Eisen sieht gut aus. Das können wir nicht optimieren. Glas. Was ist da denn los? Für Glas brauchen wir auch Blei. Blei habe ich noch nicht. Das ist okay. Ausländische Investitionsrechte in unserem Land. Nee. Ah, hier fehlen Leute. Stahl, Werkzeuge, Kohle ist gut. Zwei Stück. Sieht's da aus? Ja, hier brauchen wir Motoren. Kannst du Papier jetzt auf Holz gehen? Sechs Komma neun. 5,4. Nee, vor allen Dingen, dann fehlt mir viel, viel mehr Holz. Und ich habe schon alles an Holz ausgebaut, was geht. Würde ich nicht so gern machen. Was sind so die Ziele, D-Man? Das sind unsere drei Ziele. Mare Nostrum. Golf von Mexiko Edition, also alles hier in dieser Gegend erobern. Landwirtschaftsrun, Agarismus haben wir schon und die Landbewohner sollen die stärkste Macht sein bei uns. Und Produktionsführung in Zucker, Tabak und Spirituosen oder Rum für Kuba, ne? Und Mare Nostrum, das soll heißen, dass wir das hier alles erobern. Streng genommen ist das der Golf von Mexiko, ich weiß. Aber ich glaube, wir können das auch so machen, dass wir das hier alles erobern. Ich glaube, das sieht ganz cool aus, wenn wir es schaffen, hier alle Staaten zu erobern in unserem Umkreis. Aber dafür auch nur die. Also wir wollen jetzt nicht minmaxen und hier Zulu erobern oder sowas. Wirklich nur das hier. So, 12 Bataillone. Jetzt brauchen wir mehr Schiffe. Das Problem ist bei den Schiffen immer, das dauert immer ein bisschen länger. Bis die alle da sind, bis die Leute ausgebildet sind. Wir gehen aber auch hier bis auf 12 hoch. Bauen das Ganze mal. Hier lohnt sich wieder ein Bausektor. So, Luxuskleidung sollte so passen. Wie steht's denn um Transport jetzt? Bist du schon unabhängig? Yes, ich bin unabhängig. Hier siehst du unsere schöne neue Flagge. Ja, das machen wir mal. Dann haben wir jetzt ein bisschen mehr Transport im Land. Dann ist das günstiger. Durch mehr Transport
können wir das hier ein bisschen mehr anwenden. Haben wir schon. Wir machen das hier in den Kohleminen. Mal sehen, ob das reicht. 89 Transport, 50 Werkzeuge, 200 Kohle mehr. Wow. Machen wir das mal. Können wir so machen, Demon. Staatentausch, irgendwie sowas. Ja. Gucken einfach, wie weit wir kommen. So, das ist Kohle schön günstig für die ganze Industrie. Und durch diesen Move habe ich jetzt Kohle auch für die Papierfabrik schön günstig gemacht. Weiß nicht, ob das uns hilft. 4,7. Eieiei. Krass. Da passiert nicht so viel. Was machen denn die Unis? Denke mal, eine Uni müssen wir nochmal bauen. Kannst du noch Transport bei Stadtzentren reinholen oder hast du schon? Habe ich schon. Nochmal. Stadtzentren. Jo. Danke dir für deine Zuschauerserie, Demon. Tschüss, kein Leben, diese. 15 in der Zuschauerserie und du sagst schon kein Leben? Ich habe hier Leute mit 70. Komm du erstmal dahin und dann sprechen wir weiter. USA wurde geschwächt und das gefällt mir sehr gut. Dann wird es einfacher, auch hier Sachen zu erobern, ne? Das ist toll. Geschwächtes USA wollen wir für diesen Run haben. Mexiko wurde ja schon mal geschwächt. Super. Aber danke dir für die Zuschauerserie, Demon. Danke dir. Danke, danke für den Support. Sehr krass auf jeden Fall. Sehr cool. Danke. Verteidigungspakt. So, wie sieht es hier mit Preußen aus? Handelsvertrag. Interesse in Deutschland ready? Ja. Die ist ready. Und dann werden wir mal gucken, ob wir da was reinhandeln können. Und zwar Tabak. Das mache ich jetzt einfach mal. Zucker. Spirituosen. Kaffee. Handelsvertrag, minus 60. So, und jetzt werde ich was tun, was ein bisschen cheesy ist. Ich habe jetzt ein paar Sachen genommen, wo ich den Eindruck hatte, ja, es könnte ein bisschen Sinn machen. Packen einfach alles, was geht, da rein. Minus 43. Das ist noch ein bisschen. Minus 23. Haben wir noch überhaupt noch so viele Waren? Schade. Ich glaube, wir kommen nicht auf den Wert. Preußen-Beziehung verbessern. Wieso war das vorher nicht drin? Das muss natürlich auch besser werden. Wir sind bei minus 15. Ja, ich dachte, wir hätten das schon gemacht. okay, Mist. Ja, ich wollte das aber jetzt machen, damit wir jetzt sofort den Handelsvertrag kriegen. Aber ich, ja, die Beziehungen waren nicht gut genug. Ey, was war das? Spiel! Ich hasse es, wenn das passiert. So. Na gut.
Minus 61. Warten wir hier noch. 15 Punkte, ne? Hatten uns gefehlt. Okay, ich mache mal jetzt mal Pause. Und dann gucken wir mal, was wir hier als nächstes platzieren können. Feldbefestigung, Tech 2, 28 Monate. Schwefel haben wir ja noch nicht. Chininarbeiterbewegung. Psychiatrie für mehr Einfluss, ne? Weniger Bürokratiekosten. Ich könnte das machen. Ja. Hast du schon Nitro? Nee, Asgard habe ich noch nicht. Erste Hilfe. Ich hab Erste Hilfe. Wenig Pops, wenig Militär. 28 Monate. Ja, für die nächste Schlacht kriege ich das nicht rein. Ich pack's mal dazu. Besser als Feldbefestigung. Never use Nitro, wenn du deinen Pops hängst. Stimmt. Deswegen forsche ich das jetzt auch nicht. Nitroglycerin, wenn du wenig Pops hast in deinem Land, ein kleines Land bist, willst du eigentlich Nitroglycerin nicht nutzen, denn die Sterblichkeit ist da sehr hoch. Ist nicht so gut. Fünf Bataillone. Könnte jetzt mit 6-6 angreifen. Kaserne. Zweimal Linie. Und die hier haben 30 Offense und 20 Defensive. Vielleicht schaffe ich das sogar gegen die. Sechs Schiffe. So, General, Offensivplaner, sehr schön. Der hier Artilleriebefehlshaber und sorgfältig, das ist sogar noch besser. Der direkte hier ist auch nice. Wir nehmen den. Schweres Sperrfeuer. Tötungsrate, nice. Kommen wir zu uns Spalten. 6-6. Wir speichern. Hat jemand einen Tipp, wie ich Multikulturalismus implementiere, wenn keiner meiner Interessensgruppenführer dies billigt oder fördert? Weiß, dass sich theoretisch Agitatoren oder Generäle, die die Eigenschaft Anarchie haben, anarchisch haben, fördern kann, beziehungsweise zum Oberhaupt der Interessensgruppen machen kann. Hat dann einen Agitator mit der Eigenschaft, aber konnte den nicht in die Führung übertragen. Hat jemand Tipps, Anregungen? Du hast einen Agitator, hast aber nicht übertragen können. Wenn du den nicht übertragen konntest, dann musst du mal schauen, was hier steht. Wahrscheinlich, meistens gibt es da immer einen Grund. Das kannst du nur alle Jahre mal machen. Und die Interessensgruppe muss in der Regierung sein, damit du den Agitator übertragen kannst. Meistens steht das. Solche Sachen stehen dann meistens drüber, wenn du dann hier hingehst, warum es dann nicht geht, ne? Führung übertragen oder liest einfach mal, was da steht. Das kannst ihn nur die Führung übertragen, wenn er auch in der Regierung ist. Also die Interessensgruppe in die Regierung parken und dann geht's. Okay, genau das habe ich gerade geschrieben. Gesagt. Toll. Sehr schön, dann haben wir es ja gelöst.
so, ja, danke. Wir wollen Honduras erobern. Mexiko, nein! Die mischen sich ein. Hier würde sich niemand einmischen, nur die haben ein bisschen mehr. Ja, also, ne, auch gilt an alle. Einfach sehr oft, ich lese auch so oft hier Fragen, die ihr eigentlich selbst beantworten könnt, weil die in den Tooltips drin stehen. Also die Tooltips sind so gut gemacht hier in Victoria 3. Nehmt euch gerne mal die Zeit, auch das mal durchzulesen, was da so steht, wenn ihr drüber hovert. Ihr könnt super vieles daraus schon erschließen, wenn ihr die lest. Ich meine, natürlich könnt ihr immer fragen. Das ist für mich völlig egal, wenn ihr sowas fragt. Ich antworte ja gerne drauf. Aber nur so ein Tipp, ne? Weil, also ich glaube, so ein Viertel aller Fragen kann man sich immer selbst erlesen, die ich so hier reinkriege. Wirklich. Ungelogen. Moin Chat, ich habe gerade Urlaub und würde nochmal einen Warcraft probieren. Aber ich kann nicht entscheiden, welches GP ich spielen soll. Vorschläge? Die Orks. World Conquest. Ui. Dann versuch's mit Brasilien. So, die müssen sich alle, mischen sich alle ein. Das ist natürlich jetzt blöd. Das ist auch für die Orks. Und es sind ja schon zwei. Ah, Mann, ich fasse es nicht. Gerade jetzt, wo wir es machen könnten, mischen sich jetzt alle hier ein. Ey, auch Mexiko. Das finde ich ja verrückt. Wollen wir es mal probieren? Mexiko, Neugranada. Wir haben ja gespeichert. Für die Horde. Toll. Wie er mitspielt. Ach so, GP wolltest du ja spielen. Ja, stimmt. Naja. Untoten? Sind auch cool. So, wir haben hier zwei schöne Generäle. Der eine hat Tötungsrate dazu. Der andere ganz normal. Brandschatzen. Der hat sogar Brandschatzen. Auch Tötungsrate. Wir wollen mit den beiden kämpfen und wechseln das hin und wieder ab. Und das hier zu dezimieren. Denn ich weiß nicht, ob wir das in einer Navy Invasion schaffen können. Hey Kare, wann machst du World Conquest Grönland? WoW war eine schöne Zeit, das stimmt. WoW war cool. War tatsächlich auch dabei, als das Game released wurde vor super vielen Jahren. War ich auch Tag 1 dabei. Ich hab's geliebt. Ich habe ja auch Warcraft 3 sehr viel gespielt. Von daher war ich schon vorher voll in der Lore drin und so. World of Warcraft war damals schon was sehr, sehr Spezielles. Vor allem, das gab's ja so in dieser Intensität noch nicht, ne? Mexiko stellt sich auf die Seite von Honduras, okay. Ja, Beta habe ich nicht gespielt, aber danach ging's los. Was bauen wir denn gerade? Uni und Werkzeugfabrik. So, hier die Produktivität wird auch immer besser. Top. Schiffe kommen ja auch bald nach. Kriegssegelschiffe.
Tücher, Eisen, mehr Motoren und Hartholz. Okay, dann stellen wir das mal hoch. Ich habe 0 Minuten WoW gespielt, sagt Rudy Fant. Oh Gott. Ist auch nicht schlimm. Wie sieht die Legislative so aus? Sehr gut. Was haben wir denn hier? Protektionist? Das mögen auch die Landbewohner. Ich glaube, sogar für uns wäre Protektionismus gar nicht mal so verkehrt. Grundbesitzerwahl. Gehen wir auf Nationalgarde. Und den Streitkräften nochmal den Bonus. Obwohl, den haben wir schon, ne? Ah, den haben wir schon. Ah, wir haben ja hier. In dieser Region spielt sich das mit den Streitkräften anders. Wir haben nicht diesen 10% Bonus auf Offensive, Defensive. Sondern wir haben hier dafür die 10% Autorität. So, dann landen wir mal in Honduras und hoffen wir mal, dass der Mexikaner keine Navy Invasion macht. Der 10 Schiffe. Oh, das passt sogar. Wir könnten das verteidigen mit den anderen 6, die wir bei uns lassen. Wir schauen mal, wie das funktioniert hier. Navy Invasion, Mexiko, Kuba. Oh Mann! Was für ein Blödi. Zwei Schiffe. Sechs. Das könnte eng werden. Ich muss erstmal rumsegeln. Ja, aber irgendwann ist er ja bei uns. Okay. Bevölkerung 3000. Ja, das ist nicht schlecht. Wenn wir jetzt erstmal verlieren. Erinnert euch, wir nutzen ja das mit der Tötungsrate. Oh, Militärgehälter hoch natürlich. Deine Konvois springen ständig hoch. SJM. Zwischen 2000 und minus 1500. Hau rein, Magog. Kann man das irgendwie unter Kontrolle bringen, außer ständig Handelsrouten abzubrechen? Uiuiui. Also ich weiß, es gibt so einen Bug, wo du sehr lange dann Handelskonvois verlierst. Das kommt aber vor allen Dingen durch einen Krieg. Dieses Auf und Ab bei dir, das ist für mich jetzt ein bisschen schwer zu sagen, woher das kommt. Das ist so ein Auf und Ab bei dir macht. Das kann ich jetzt so... Ich kenne dein Spiel nicht. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast, gebaut hast. Hast du vielleicht eine Warenzufuhrknappheit? Und deswegen fällt das und steigt das die ganze Zeit. Das kann zum Beispiel sein, vielleicht hast du eine Warenzufuhrknappheit bei Klippern oder Schiffen. Vielleicht bei Motoren, vielleicht bei Stahl. Deswegen kannst du keine Konvois mehr bauen. Das könnte ein Problem sein, warum das so schwankt. Dass du gerade an der Grenze bist zwischen Warenzufuhrknappheit haben und nicht haben. Und deswegen fällt das die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie deine Handelsrouten sind, ob es deswegen ist, schwierig. Du hast Routen mit hohem Level. Allgemein brauchst du aber mehr Konvois, damit sich die Level stabilisieren. Das könnte auch ein Grund sein. Aber ansonsten ist es für mich ein bisschen
tricky, da rauszulesen, was es sein kann. Das ist genauso wie, meine Wirtschaft ist nicht gut, warum? Ja. Also ich kann die Anfrage nicht besser beantworten als so. Aber ich hoffe, das hilft dir irgendwie. Masterson hat dir auch noch was geschrieben. Vielleicht hilft dir das weiter. Ich hoffe. Ja klar, dein Saldo geht wieder hoch, weil deine Handelsrouten wieder funktionieren und du genug Konvois hast. Deswegen kommt dir wieder Geld rein und dein Saldo ist oben. So, die hier sind jetzt ziemlich leer. Die sind bei der Hälfte. Dann probieren wir mal gleich was. Das ist ja schon mal gar nicht mal so bad. Wir brechen das ab. Wir haben da so mehrere Soldaten jetzt umgebracht. Und wir werden die sich zurückziehen. Die kämpfen noch, ne? Ah. Die verteidigen jetzt die Navy Invasion, verdammt. Ich wollte jetzt eigentlich mit denen jetzt die nächste Navy Invasion machen, weil die sind jetzt voll und die sind zur Hälfte reduziert. Oder mit den Level, das kann natürlich auch sein, stimmt. Und wenn der Level, wie Masterson es schreibt, ich lasse euch das mal selbst klären. Masterson erklärt das gerade besser, als wenn ich jetzt von vorne anfange, das zu erklären. Sehr gut. Danke dir, Masterson. Die sind in 10 Tagen da. Das wird jetzt zu lange dauern. Mein Plan wird nicht aufgehen, weil der Mexikaner hier auch eine Navy Invasion probiert. Zumindest können wir die gut verteidigen. Zwölf Flotten. Zwei Bataillone. Jetzt machen wir mit denen eine Navy Invasion. Wechseln die Armee aus. Vier Fabrikenumsatz. Der Bonus geht nicht hoch, ne? Der Wert geht nicht hoch. Zweiter auf mich Angriff stellen. Ja, genau. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Danke dir. Gesehen. Es reicht noch nicht. 20 zu 30. 7 zu 7. Mist. Ah, schade. Aber wir müssen weiter probieren. Wir verlieren halt gerade sehr viel, ne? Hier können wir verteidigen. Okay, die Idee geht gerade gar nicht auf und der hat sehr viel verloren. Tötungsrate 25%, 5 und 3. Ich habe zwei 6er Armeen, also hier eine 6er
Das ist jetzt mittlerweile eine 8. Armee geworden. Ich kann ja bis zu 9 Schiffe. Das wird gerade immer mehr und mehr. Ah, was man eigentlich nicht macht, ist zu einer Armee zusätzlich immer hinzubauen. Das sinkt die Organisation, aber bisher passt das ja. 1930. Jetzt schickt Mexiko hier welche hin. Okay. 10. Das könnte ein Krieg sein, der ein bisschen länger dauert. Psychiatrie, Triage. 12 Monate Psychiatrie, wechsel mal hier drauf. Tauschen mal die Reihenfolge. Verteidigungspakt mit Venezuela ist interessant. Nein. Wie sieht es mit Preußen jetzt aus? Handelsvertrag. 40. Ich glaube, jetzt wird es langsam gehen. Handelsvertrag minus 46. Minus 26. Wir sind immer noch bei neutral. Ah, okay. Hat nicht so viel gebracht. Moment. 5. So, die mexikanische Flotte können wir besiegen. 10. Bau, bau, bau. Genau, so hörst du dich an, Demon. Oh shit, das habe ich jetzt falsch geklickt. Die Kirche schließt sich der Kubanisch-Französischen Union an. Ja, gerne. Dann haben wir hier noch eine Lobby. Das sind alles Pro-Lobbys. Und hier kriegen wir viel Zustimmung dazu. Auch die Regierung sieht gut aus. Yes. Ja, General ist gestorben. Wir müssen den Direkten jetzt nehmen. Kuba gewinnt gegen die Flotte. Tja, gegen die 6, das wird eng. Tötungsrate. Hä, wir haben doch eine Armee dazu gebaut. Die kann nicht besetzt werden, ne?
Orga ist runter, ja. Was würde ich eigentlich jetzt hier bauen? Moment. Teilungspakt mit Frankreich ist natürlich viel besser. Das könnte ich nehmen. Wenn es nur cooler wäre, wenn wir uns das aufsparen, so ein bisschen für Preußen. Wir warten da noch mal ein bisschen mit. So, das ist fast durch. Eisfelder. Ah, wir brauchen jetzt ein paar mehr Pops. Das werden wir hier mal einsetzen. Yes. 12.000. Oh, damit machen wir auch mehr Getreide. Ja, dann machen wir das auch hier. Ja, ich organisiere ein Community-Treffen auf der Gamescom, aber es wird niemand kommen. Nein, wenn ihr euch treffen wollt, dann schreibt gerne auf Discord. Wenn ihr auf der Gamescom seid, Freitag, Samstag bin ich ja da. Aber ich werde nicht die ganzen Tag Zeit haben, ne? Also ich werde auch meine... Ja, ich habe keine Termine, aber ich werde schon so mit den ein oder anderen Spieleentwickler halt auch quatschen wollen und schon beschäftigt sein. Aber wenn es sich ergibt, ich immer eine Pause mache oder sowas oder gerade unterwegs bin, vielleicht im Indie-Bereich bin, um da mal ein bisschen zu gucken, könnt ihr gerne schreiben und fragen, hey, wo bist du gerade? Passt es gerade? Kann man sich gerne mal treffen, warum nicht? Ja, Master. Guten Abend, Daniel. Ich grüße dich. Hallo. Schön, dass du da bist. Ah, jetzt kommt Mexiko und verteidigt dich hier, ne? Jetzt hat er auch ein paar Armeen hier reingepackt. 32 zu 19. Verlieren noch deutlich schneller hier die Männer. Dann können wir das hier schon wieder beenden. Die Organisation muss noch höher gehen. Damit wir mit dem wieder reingehen. Eieiei, das wird ein Krampf. Mit. Sieht das hier aus? Okay. Motoren fehlen. Ich werde das mal jetzt schnell importieren, damit das schnell gelöst ist. Spirituosen. Das machen wir mal runter. Kristallglas. Nee, das machen wir auch nicht. Das machen wir auch nicht. Oh, jetzt fehlen mir Kriegssegelschiffe. Ich werde wahnsinnig. Okay. So. Shit, ey. Die Idee geht leider nicht auf mit dem Tauschen. Wir sind viel zu schwach.
Orga ist bald wieder bei 100%. Können wir mit denen wieder angreifen? Ich weiß, ich baue gerade nichts. Das liegt aber auch daran, wir haben nicht so viele Bauern. Ich könnte die dann eh nicht befüllen. Das war ein bisschen blöd, wir verlieren Geld. Wir könnten das aber mal... Na komm, wir bauen zwei Unis. Die Kasernen, die habe ich schon gebaut, aber die werden auch nicht befüllt. Deswegen macht es keinen Sinn, hier nochmal die auszuheben. So. 5 und 3. Ach Mann, ey. 8 gegen 10, 28 zu 31. Wir erhöhen das gleich. Ja, aber Haiti hat noch mehr Soldaten, Nitram. Ich habe schon nicht ohne Grund das hier erobert, weil die die am wenigsten haben hier. Oh, wie viel wir verlieren. Wahnsinn. So. Erste Hilfe, da verlieren wir Organisation. So schlecht. Wir machen das aber hier schon mal rein. Ja, ich hoffe, Mexiko tickt gleich raus. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Ja, deswegen habe ich auch was dazu geschrieben. Neuladen und dann Armee und Marine so groß machen, dass man entspannt Haiti nehmen kann. Ach so. Okay. Hä? Warum? Das ist ja genauso groß wie Honduras. Also Honduras ist sogar kleiner. Das macht keinen Sinn. Deine Armee ist jetzt größer als die von Haiti. Ja, aber die von Haiti ist größer als die von Honduras. Also Haiti wird schwerer als Honduras. Ich habe schon mit Absicht die kleinste Armee mir ausgesucht, die es hier gibt in diesem Bereich. Deswegen greife ich auch Honduras an. Ja. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel ich hier verschoben habe. Verdammt. Jetzt habe ich mich verklickt. Ja, ich habe 1 zu viel. So. Probieren wir es mal mit denen. Wie ist da? Die haben sich voll recovered schon. Aber ich glaube, deren Organisation ist nicht so gut, ne? Ne, hier 100%, 25 und 25. Trotzdem sind sie so gut. Ah, jetzt ist meine Organisation schlecht, weil ich die Armee so hin und her geschoben habe. Greifen wir aber erst an, wenn die Organisation besser wird. Okay, dann warten wir mal wieder.
Tja, kaum mehr Arbeiter. Das ist jetzt nicht so geil, muss ich gestehen. Das ist sehr blöde für uns, das alles hier. Oh, ich habe hier das schon mal umgestellt. Ich habe mir einen Krieg ausgesucht, der einfach viel zu knapp ist, was die Menge anbelangt. Und wenn da noch Mexiko reinkommt, oh. Die ticken gleich raus. Das ist auch eine clevere Idee, stimmt. Das könnten wir mal machen. Können wir noch mehr sparen. Die Idee ist gut. Nee, Tat, das ist ein bisschen zu einfach gedacht. So leicht kriegen wir keine Einwanderungswelle rein, nur weil wir mal die Steuern senken. Abzweigen abgeschlossen. Motorenwerkendurchsatz, nehmen wir das. Mit 14,4 stehst du im Vergleich, denke ich, gut da. Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Wir kriegen ja auch, ja gut, gerade nicht so viel, ne? Im Posten bin ich jetzt herzlich, danke. Minus 17, das sieht gut aus. Da könnten wir jetzt mal was machen. Sehen, minus 11, okay, da fehlt noch was. Haben wir schon. Minus 7. Import können wir auch machen, ja klar. Wir importieren mal Holz. Aus Preußen. Das hilft uns sogar sehr. Kleidung. Handelsvertrag. Da ist es. Jetzt geht es. So. So kann man das so ein bisschen beschleunigen, dass man einen Handelsvertrag kriegt mit jemandem. Und wir machen das Ganze, weil wir in den preußischen Machtblock reingehen wollen. Deswegen, ja, wir arbeiten uns in diese Richtung hin. 11 und 10. Yes, es funktioniert. Okay, wir gewinnen unsere erste Schlacht. Also mussten wir doch deutlich mehr hier haben. Okay. Festigung. Das sind Stacheldrahtzäune für die Viehhöfe. Wieder Pops sparen. Dann haben wir Tech 2 fast durch beim Militär. Geilo. Komm bald rein. Eisenbahn. Ist bei 94 hier. Wir forschen auch immer schneller und schneller. Saugeil. Und endlich ist, ja, das funktioniert hier auch, die Kompanie. Zentralarchive. Brauchen wir aber trotzdem noch mehr Bürokratie. Saugut. Wir gewinnen unsere erste Schlacht hier.
Ah, wir haben schon eine gewonnen. Das, die zweite sogar schon. Toll. 50%. Da kommt die nächste. Gewinnen wir auch. Jetzt haben wir sie gebrochen. Hat ein bisschen gedauert, ne? Sind jetzt bei 22 Bataillonen und 11 Schiffen. Super. Und Barax, ich grüße dich, hallo. Yes, wir sind gelandet. Und können dann gleich ganz Honduras einnehmen. Und das Schöne ist, jetzt haben wir Färbemittel für uns. Die hatten wir vorher nicht. Das wird uns sehr, sehr unterstützen. Wir müssen das nicht mehr handeln. Und es ist unsere Tür zu Mittelamerika. Wir können jetzt von hier aus auch die anderen ein bisschen leichter erobern. Honduras erobern? Yes. Geil. GG. Ich habe es ein bisschen zu schwer gemacht. Ich hätte ein bisschen länger warten sollen. Ich hätte gedacht, wir kriegen es auch mit weniger Bataillon hin. Aber cool. Dann haben wir das erste Ziel für unser Mare Nostrum-Ziel. Also den ersten kleinen Start für unser Mare Nostrum-Ziel schon erobert. Macht uns natürlich auch allgemein so ein bisschen stärker. Gucken wir mal, was wir hier so haben. GG, danke dir. Einen schönen Abend auch noch dir, Niki. Schön, dass du da warst. Ja, mach das. Ich glaube, ich mache das hier erstmal. Allgemein gehe ich mal hier durch. Ob ich noch Geld von Spanien bekomme? Ja. 8000. Und wir kriegen noch 6 Monate lang Kriegsreparation. Krieg ist vorbei. Mobilisieren, genau, wir haben alles demobilisiert. Jetzt haben wir natürlich viel Armee aufgebaut. Das kostet auch, ne? Das mal senken. Okay, wir können 46 Bürokratie. Ja, Gesundheit. Nee, Bildung sollten wir erhöhen. Wir haben hier Färbemittelplantagen. Da wird noch nicht so viel produziert. Dann hören wir mal auf, die zu handeln. Denn wir wollen die selber produzieren. Das werde ich mal so ein bisschen so lassen, damit er erkennt, ah ja, wir brauchen unbedingt Färbemittel. Lass uns da die Leute reinbringen. Vielen Dank für die tollen Videos und Streams. Hab noch nicht geschafft, den Start von Kuba vollständig zu gucken. Wie hast du die Unabhängigkeit geschafft? Erstmal, schön, dass es dir gefällt, Dani. Die Unabhängigkeit habe ich geschafft, indem wir die Beziehung verbessert haben mit Frankreich und Großbritannien. Wir haben auch mit denen viel gehandelt. Und irgendwann hatte ich die Möglichkeit, Unabhängigkeitsunterstützung anbieten, von denen zu kriegen. Und nachdem ich die beiden Länder dazu überzeugt habe, dass sie mich unterstützen sollen, haben wir den Freiheitsdrang erhöht. Siehst du jetzt hier nicht mehr. Den Freiheitsdrang haben wir auf einen Level gebracht, wo ich die Autonomie erhöhen konnte. Spanien hat es verweigert, als ich es machen wollte, die Autonomie erhöhen. Dadurch, dass er es verweigert hat, hatte ich einen Kriegsgrund gegen ihn, und zwar Unabhängigkeit. Ja, dann haben mich Frankreich und Großbritannien automatisch unterstützt. So haben wir das gemacht. 1863 war das, vor 6 Jahren. Die Produktionsmethode. Werbereien, die haben das. Färbemittel. Wir brauchen 33 für Glashütten und Tuchfabriken. Das wird langsam mehr. Wir ein bisschen warten. So, wir sind schön im Plus. Und weil wir jetzt auch nichts bauen. Ja, okay. Wir haben auch sehr viel Pops verloren.
Jetzt sollte sich das aber mit den Bauern wieder erhöhen. 600 Einwanderer aus Puerto Rico. Mensch, die aus Spanien, die kommen nicht mehr. Die kommen aber auch nicht mehr, weil die nicht mehr in unserem Markt sind, leider. Hier müssen wir aber mal den Marktzugriff verbessern. Wachthafen. Schon ist es besser geworden. Dann werden wir inkorporieren. Kostet mich sehr viel Bürokratie. Bausektor. Das hier. Aber so schnell müssen wir gar nicht bauen. Ich sehe hier in Honduras haben wir zwei Bausektoren und die sind hier gar nicht gut. Die werden wir abreißen. Und dann haben wir mehrere Menschen, die woanders arbeiten können. Abreißen. Sechs und sechs. Sind das acceptable Pops? Die werden nicht diskriminiert. Die miskitonischen schon. Aber 99% der Menschen akzeptieren wir. Ich glaube, das ist okay. Gute Frage, aber. So, das geht höher. Das ist okay, ne? Sklaverei. Landbewohner 9,4. So mächtig sind die aber nicht bei mir. Kolonisieren werden wir nicht. Rahmengesetz. Ich denke, wir könnten das hier machen. Dann werden wir die Grundbesitzer zumindest ein bisschen happiger, glücklicher machen. Oder Geheimpolizei. Das mögen die Intellektuellen aber nicht. Ne, wir nehmen die Nationalgarde. Das wird das nächste Gesetz sein. Cool. Macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, dieser Run. Haitianischer Aufstand. Okay. So, wenn wir jetzt als nächstes reingehen in Nicaragua. Staat erobern. Guatemala, El Salvador, Los Altos. El Salvador ist egal. Guatemala. Guatemala. Los Altos. Ich glaube, das ist uns egal. Wir könnten schon in Nicaragua als nächstes rein. Das werden wir auch tun. Oh, ich muss sagen, meine neue Maus gefällt mir super. Ich spiele jetzt so seit 3,5 Stunden hier mit euch zusammen. Langsam habe ich mich an die Maus auch gewöhnt. Die ist echt geil. Und mit meinem Code Karasak könnt ihr 10%. Nein, Spaß, Spaß. Ich mache hier keine Werbung. Spaß, beruhigt euch. Wie sieht's mit Kuba aus? Hey, Bofrost, hallo, sieht gut aus. Wir sind unabhängig geworden und haben schon den ersten Staat hier in Mittelamerika erobert. Und es geht weiter. Frei und am Erobern sehe ich. Ja, genau. Geht gut voran. Mhm. 10% auf Bofrost, cool. Auf Bofrost. Guatemala stellt sich auf die Seite. Das ist nicht schlimm. Und unsere zweite Armee, die geht dahin. Und wenn die mit drin sind, dann erobern wir auch Guatemala. Dann sind wir Nachbarn von Mexikaner. Oh. Das können wir auch gleich machen, Per, ja.
Boah, ich hoffe nicht, Mexiko kommt auch mit rein. Dann haben wir ein Problem. Papierfabrik. Papierbleiche. Dann verbrauchen wir 50 Färbemittel mehr. Das ist noch ein bisschen zu viel. Papier ist auch vom Preis her okay. Ich warte da, glaube ich, noch ein bisschen mit. Blei brauchen wir allerdings. Es ist Blei so schwer zu kriegen. So, Färbemittel. Das sind unsere Färbemittelplantagen, ne? Super. Haben wir schon einen Verbündeten, beziehungsweise planen wir, einen Markt zu gehen? Ja, ich will in den preußischen Machtblock rein. Der ist ein Zollverein und der hat gute Prinzipien gewählt. Die werden uns gut unterstützen. So sollten wir auch dieses Ziel erreichen, unsere Waren loszuwerden. Zucker, Spirituosen, Tabak. Damit wir da auch Produktionsführer werden. Hast du schon eine Idee, wie du die Gebiete von Großbritannien bekommen willst? Nö, bisher noch nicht. Erstmal das hier. Dann das hier. Das ist Fokus. Ne? Fokus ist Mare Nostrum. Das war jetzt auch mein Anfangsziel, Golf von Mexiko zu erobern. Wenn wir das schaffen, ist das schon ein voller Erfolg. So, und wenn die Zeit reicht und es passt, dann werden wir auch diese Staaten hier erobern. Aber peu à peu. Gibt es Blei bei deiner Umgebung? Ich kann mal gucken. Ich habe das nicht so im Kopf. Ja, tatsächlich hier. Cool, stimmt. Oaxaca, Veracruz. Veracruz haben wir Blei und in Alabama. Wir werden aber nicht Oaxaca und Guerrero erobern. Wir erobern nur die Küstengebiete, ne? Die zu uns hier, die bei uns angrenzen. Um das Ganze hier so ein bisschen uns selbst einzugrenzen, spannender zu machen. Ich will hier keinen Min-Max-Run machen, wo ich einfach jeden Staat erobere, der gerade passt. So, Mexiko scheint sich nicht einzumischen. Dann würden wir jetzt in einem Krieg zwei Staaten erobern. Das gefällt mir sehr gut. Offensive, Offensive. Nicaragua liegt ja nicht ganz nah, vielleicht ein bisschen an Golf. Oh. Gehälter, Militär. Ja. Also das Ziel, Oyabun, das ist, wenn wir wirklich so weit kommen, alles das hier erobern. Es ist aber jetzt am einfachsten, das hier zu erobern, um hier auch reinzukommen, ne? Deswegen erobern wir das. Meine Güte, ihr dreht das auch immer so hin, dass man sich für alles erklären muss. Veracruz hat also eine große Zielscheibe bekommen. Ja, stimmt. Das stimmt. Ich glaube auch Bofrost. Liegt ja auch im Karibischen Meer. Ja, ja, also. Ich habe jetzt Mare Nostrum geschrieben im Ziel. Und dann dachte ich mir, ach, eigentlich können wir auch die... Ich habe das Thumbnail gemacht oder dieses Bild. Und dann dachte ich, ach, eigentlich können wir auch die Staaten hier nebenan auch erobern. Warum nicht? Bietet sich ja an. Das sieht auch ganz cool aus. Aber dann hatte ich keinen Bock mehr, das Bild da für euch zu ändern. Aber ihr seid ja immer so... ihr müsst immer jedes Wort so krass auslegen. Macht mich manchmal wahnsinnig. Hier bauen wir mal eine Eisenbahn. Dann können wir das mit den Produktionsmethoden auch hier machen.
Und hier werden wir das auch machen. Da und mehr Holz. Ja, eigentlich habe ich das tausendmal erzählt schon und auch heute, dass wir in dieser Region hier expandieren wollen. Fokus ist erstmal das hier, Golf von Mexiko. Aber ja, wenn wir jetzt hier leichter rankommen, dann erobern wir natürlich das zuerst. Hey, Pueblo! Und Deseret hat sich hier gebildet. USA ist noch schwächer geworden. Sehr cool für uns. Neuengland. Was passiert hier oben? Wow. Ja, ich glaube, ich werde das ändern, weil ihr meckert ja immer. Es kommt schon der nächste. Die Goldwaage will auch benutzt sein. Ja, ja, das ist so richtig Gold. Alles wird auf die Goldwaage gelegt. Alles, was man sagt. Selbst wenn ich es 10-mal erkläre. So, Kuba. Schön sieht das aus, oder? Super gut. Bin sehr zufrieden. Passiert häufiger in den USA in letzter Zeit. Aber finde ich spannend. USA ist ständig im Gebiete verlieren, aktuellen Patch. Okay. Interessant. Sehr geil, Leute. Konnten wieder so einiges hier ergattern. Das werde ich mal so erhöhen. Dann das. Wasserrohrkessel. Ich guck gleich wegen der Truppen. China zerfällt auch oft. Hatte ich auch schon ein paar Mal, dass die oft zerfallen sind. Guatemala, raus damit. Jetzt verschwenden. Brauchen wir zu viel Hartholz. Das ist auch okay. Stacheldrahtzäune. Super cool. Bin sehr zufrieden. Heute hat es ein bisschen länger gedauert, ne? Wegen dem Freiheitsdrang. Dann hat dieser eine Krieg ein bisschen zu lange gedauert mit Honduras. Aber ey, das ist doch eine super Entwicklung. 1869. Wir haben heute, ich glaube, 10 Jahre gespielt. 10, vielleicht 11 oder 12 Jahre, irgendwie sowas. Und dafür unabhängig geworden. Die ersten Ländereien hier erobert. Geil, das entwickelt sich super gut. Macht richtig Spaß, dieser Run. Wachthafen, das hier. Das kann ich alles mal umstellen. Jetzt haben wir sehr viel Bürokratie. Wahrscheinlich auch zu viel. Gesetzeshüter müssen wir hochbringen. Und das Gesundheitssystem. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Das kostet, das ist hier zu viel. Sind die Landwirte stark? Ja, wir vergleichen gleich mal alles. Ich muss noch mal ein bisschen hier aufräumen. Einen Moment. Hören wir damit mal auf. Damit. Neuladen gibt es nur bei Achievement Runs, oder? Neuladen? Speicher mal. Ach nee, speichern brauche ich nicht. Also ich habe eigentlich nicht vor, neu zu laden. Nö. Ich spiele das Spiel einfach runter. Und neu laden würde ich nur, wenn... Ich weiß nicht, wenn mich jemand komplett erobert, dann ja. Oder ich verklick mich mal und das macht das Spiel auch kaputt. Dann würde ich vielleicht auch mal neu laden. Aber ansonsten habe ich jetzt kein Interesse, hier neu zu laden. Ein Moment. Okay.
Liebe Leute, ich glaube, dann würden wir hier mal abschließen. Ich kann ja mal eine kurze Zusammenfassung machen. Wir haben 3 Staaten hier erobert. Wir sind unabhängig geworden. Die Landwirte sind bei 8,9%. Hier müssen wir also auf jeden Fall noch was tun. Aber wie ihr seht, gerade liegt mein Fokus auch so ein bisschen mehr auf expandieren. Unabhängig wohnen wir ja. Und das hier, das können wir immer noch korrigieren mit den Landbewohnern. Der Run ist ja nicht in 5 Jahren fertig, sondern wir haben ja viel Zeit. Wir können das hier erhöhen. Agrarismus haben wir ja trotzdem weiterhin. Das passt also. Genau. Mare Nostrum hier in diesem Bereich konnten wir auch. Haben wir die ersten Schritte gemacht. Färbemittel haben wir jetzt. Was war noch ein Ziel? Ja, Produktionsführer. Wie sieht denn das da aus? Ich denke, da hat sich nicht viel getan. Tabak? Sind wir auf... Da hat sich was getan. Wir sind auf Platz 5 der Welt. Okay, das überrascht mich gerade. Voll gut. Wir können noch mal ein bisschen mehr exportieren. Sehr cool. Zucker. Okay, da fehlt noch einiges beim Zucker. Und Spirituosen. Da fehlt auch noch eine Menge. Also hier auf die Liste zu kommen, ist nicht unmöglich, aber hier nach oben zu kommen, das wird krass. Das wird sehr, sehr schwer. Wow. Danke für die Unterhaltung. Macht das Arbeiten angenehmer. Das ist, das soll es sein. Das soll mein Ziel sein hier. Euch irgendwie gut zu unterhalten. Freut mich, dass es dir gefallen hat, Dani. Danke, danke. Für die, die neu da sind, lasst gerne ein Follow da. Dann verpasst ihr auch nicht die nächsten Streams. Wir machen auf jeden Fall hier morgen weiter. Ich denke, ich bin morgen so gegen 18 Uhr auch wieder da.